Ja, die Tür ist auf mit vollem Geräusch. Herzlich willkommen zu Rapid Rabbit Reloaded. Heute am 9. Januar 2022. Wir sind hier im Fuchs in der Viktoria-Kaserne in Hamburg. Wir, das sind Katrin Wildner, Stadtsoziologin, Ethnologin, Entschuldigung, aus Berlin angereist soeben, und der Komponist Michael Meierhof. Ich bin Stefan Moos. Und bevor ich den beiden das Wort übergebe zum Thema Sound und Soundrealitäten und weiteren Aspekten, sage ich kurz was zum Projekt. Rapid Rabbit ist ein Projekt, das in mehreren Veranstaltungen im weitesten Sinne der Frage nachgeht, wie die Digitalisierung sich eigentlich niederschlägt in unserem Denken und Arbeiten und Kommunizieren. Wir, das sind im weitesten Sinne Leute, die Kunstschaffende sind oder aus der Wissenschaft und Musik. Und wir haben dieses Projekt 2011 schon mal gestartet. Da gab es schon mal einen Durchlauf mit mehreren Veranstaltungen, wo wir Leute eingeladen haben, die einfach gezeigt haben, was sie machen, wo sie gerade dran sind. Und wir dachten, jetzt 11 Jahre später ist es an der Zeit, einfach diese Leute nochmal einzuladen, um sozusagen einen Schnitt in der Zeit zu haben und zu gucken, was hat sich getan, was machen sie heute. Um möglicherweise bei unserem Thema, was die Digitalisierung macht, fündig zu werden, Spuren zu finden, aber es kann auch sein, dass es in ganz unterschiedliche Richtungen geht. Rapid Rabbit ist zu Gast im vierten Raum. Der vierte Raum ist die digitale Galerie des Frappant. Der vierte Raum ist ganz neu. Wir sind das erste Gastprojekt dort. Und wir sind Ellen Dorr und Stefan Moos, die das jetzt initiiert haben. Und genau, es gibt alles nachzulesen auf der Website raprap.net, raprab.net. Da seid ihr wahrscheinlich auch alle jetzt in den Stream gekommen. Und dort findet sich auch das Archiv von 2011. Dort kann man zum Beispiel auch den Vortrag von Katrin hören, den sie 2011 gehalten hat. Und da knüpfen wir jetzt mal dran an. Also Katrin, schön, dass du den Weg gefunden hast. Wir haben ja gesagt, wir machen, also ihr stellt beide erstmal ein bisschen Material vor. Ihr arbeitet beide mit Sound auf ganz unterschiedliche Weisen, also du eher forschend und Michael als Komponist. Und beide habt ihr bestimmte Bezüge zu sozialen und anderen Realitäten. Und dem wollen wir mal ein bisschen auf die Spur gehen. Also, was hast du alles getan seit 2012? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung hierher nach Hamburg. Vielleicht sage ich noch mal kurz zwei Takte, zwei Sätze zum Stadtethnologin sein, also was das heißt. Und ich beschäftige mich eben im weitesten Sinne mit der Produktion von Stadt, von Urbanität. Und dazu gehört eben die Materialität, die Architektur, aber auch Infrastrukturen, Institutionen, bis hin zu Diskursen, Erzählungen und so weiter. Und mich interessiert vor allem, wie kann ich diese komplexen Gegenstände von Stadt untersuchen? Und einer der vielen Werkzeuge, die ich habe, ist sozusagen der Sound, mit dem ich arbeite. Und Sound eignet sich nämlich sehr gut, um das vielleicht auch nicht so Sichtbare, nicht so Offensichtliche, was Städte ausmacht und was das Leben in Städten und Kommunikation ausmacht, zu erforschen. Und das Ganze, habe ich angefangen eigentlich mit Jens Röhm. Und da kommen wir nämlich jetzt zu der Frage von vor 10 Jahren. So habe ich Mitte der, um 2005, 2006 haben wir erste Projekte gemacht. Jens Röhm war Komponist, Musiker, auch Film-Sound, Macher, Soundingenieur sozusagen. Und da haben wir vor allem, und darum geht es in dem Vortrag eben von 2011, städtische Räume abgetastet. Also wir haben sozusagen versucht, das Ohr als Instrument zu nehmen, aber auch das Mikrofon als spezielles Instrument. Er hat mit Echoloten gearbeitet, um sozusagen bestimmte architektonische Räume zu untersuchen. Darum geht es sehr viel in dem Vortrag da auch. Und wir haben damals so ein bisschen das Körperliche eher vernachlässigt. Vielleicht, das fiel mir heute bei der Vorbereitung ein, weil Jens war damals
auch schon krank und ist sozusagen 2011, also 2010 gestorben. Und als das war kurz sozusagen der Vortrag, nachdem er gestorben war. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal kurz daran, also weil das Körperliche und das Politische von Sound, das ist ein Buch, was er geschrieben hat, und daraus möchte ich kurz was vorlesen, also nochmal, wie er mit dem Sound umgegangen ist. Das Atemgeräusch ist wie der Herzschlag oder das Strömen des Blutes, einer jener Grundtöne, in denen ein Leben lang, die einen ein Leben lang begleiten und die doch fast nie ins Bewusstsein geraten. Zuerst nahm ich das hörbare Strömen der Luft, zu, dann gewann das Atemgeräusch an Rauheit. Zu dem ansteigenden Rauschen mischte sich später eben jener Ton. Dann begann dieser Ton ein eigenes Leben zu führen. Wie ein Parasit ließ er sich von meiner Atemluft füttern, war aber nicht mehr an meinen Atemrhythmus gebunden. Es dauerte noch ein schlaffes Pfeifen von entweichender Luft, als sich die Lungen schon wieder weiteten. Ich lernte, den Tod zu modellieren durch Veränderungen von Mund- und Rachenraum. Wie beim Obertonsingen oder dem Spiel der Maultrommel begann ich damit, Musik zu machen. Es erschien als willkommene Erweiterung meiner Möglichkeiten. Meine Stimme drang in ungeahnte Regionen vor. Ähnlich der Verschiebung des Spektrums um eine Oktave nach unten am Morgen nach einer durchzechten Nacht. Es war eine kleine Improvisation, ein Spiel. Nur war unklar, wer dort auf wem spielte. Das war sozusagen das, wie er später sagt, das Giemen, was eben der Sound des Lungenkrebs war. Er ist nach diesem ersten Mal ist er sozusagen geheilt worden. Das kommt jetzt. Dann schwiegen endlich die Organe. Ich konnte Luft holen, befreit von einem Teil von mir, der die Kommunikation eingestellt hatte. Ich habe Teile meiner Organe gelassen, einen Flügel der Lunge, die Symmetrie des Leibes, einen Teil des Herzens. Den Takt schlägt es jetzt auf der rechten Seite. Ich war bereit gewesen, dem Parasiten, der doch ein Teil meiner selbst war, meine Unversehrtheit zu opfern. Der Gedanke, der mich am meisten geschreckt hatte, war der an den angekündigten möglichen Verlust der Stimme. Aber Sie mögen sagen, was ist schon der Verlust der Stimme gegen den Erhalt des Lebens? Also das ist relativ dicht, der Umgang mit Sound und der Sound in seinem eigenen Körper. Und ich finde das eigentlich sehr, also es ist natürlich sehr traurig und sehr heftig, auch sehr intim, wie er das beschreibt. Aber das ist eben das ganze Buch, das Körperliche und Politische vom Sound. Und um jetzt da nochmal so ein bisschen wegzukommen, was das heute bedeutet und oder was, wie ich weitergearbeitet habe in den letzten Jahren. Nur einen ganz kleinen Übergang, wenn ich das noch sagen will, weil das ist auch aus diesem Buch nochmal, wo er Gernot Böhme zitiert, zu den Atmosphären und das Hören. Wir haben gerade vorher auch mit Michael darüber geredet, wie unterschiedlich man hört, was hören wir eigentlich. Also die Quellen der Dinge oder eben auch semantisches Hören oder reduziertes Hören. Ich fange ein bisschen mittendrin an. Ich höre ein Auto vorbeifahren, ich höre es 12 schlagen, ich höre jemanden reden, ich höre eine Mücke, ich höre das Signalhorn eines Schiffes. Diese Art des Hörens ist nützlich und plausibel, denn sie dient uns zur Identifizierung von Gegenständen und ihrer Lokalisierung im Raum. Aber in gewisser Weise wird in dieser Art des Hörens das Hören selbst überhört. Natürlich kann man anstelle von »Ich höre einen Hund bellen« auch sagen »Ich höre das Bellen eines Hundes«. Aber tatsächlich handelt es sich dann um ein anderes Hören. Sicher gehört das Bellen zum Hund. Es ist in einer Weise seine Anwesenheit im Raum. Aber das Charakteristische von Stimmen, Tönen, Geräuschen ist, dass sie von ihren Ursprüngen getrennt werden können, beziehungsweise sich selbst von ihnen trennen, den Raum füllen und ihn quasi wie Dinge selbst durchwandern. Und dieses Hören, also diese einzelnen Elemente, der Sound der Dinge, sozusagen, dazu habe ich jetzt ein paar Beispiele aus den letzten 10 Jahren zusammengesucht. Und ich fange, glaube ich, einfach mal an mit einem Beispiel aus Novosibirsk, was wir jetzt. Thank you.
war ein erster Sound aus Novosibirsk. Es geht jetzt gar nicht so darum, die Quelle zu identifizieren, ne? Aber und was es ist, sondern vielmehr den Sound an sich, vielleicht auch den Rhythmus zu hören. Und es sind so wie einzelne Elemente, die im Sinne vielleicht des Abtastens auch des Raums, wie Materialitäten zu hören, sozusagen, aber auch Architekturen. Vielleicht habt ihr das gehört, das ist im Prinzip, war es wie ein Schneeschuppen in einem Untergrundtunnel oder so einem Fußgängertunnel. Und diese Materialität, diese Architektur, die wir da gehört haben, die eben auch auf die Stadt verweist. Darum ging es sozusagen. Man könnte sagen, jeder Raum hat eine Soundscape. Ne? Das ist irgendwie diese aus den 70er Jahren eine Klang von dem Vancouver Soundscape Project sozusagen festgelegt, die Klangumwelt, die es gibt und die eben sowohl aus der Materialität, aber auch aus den Interaktionen und den Aktivitäten beschrieben wird. Vielleicht noch dazu auch, was mit nochmal Brandon Labelle, über den reden wir vielleicht auch nachher noch, oder du hast ihn auch mit ihm gearbeitet oder ihn zitiert, der sagt, Sound ist wie so ein Verbindungsstück. Sound is a hinge, ein Verbindungsstück zwischen dem Körperlichen, dem Sozialen und dem umgebenden Raum. Und genau diese besondere Qualität ist das, worum es geht. Und vielleicht dazu jetzt noch ein zweites Beispiel aus Novosibirsk. Und zwar, Moment, jetzt haben wir das natürlich alles vorbereitet und jetzt ist es nicht mehr da. Doch, nein, das ist es nicht. Ich sag dir, so, hier ist es, das zweite Beispiel. Metrodors. Das war ein zweites Beispiel Novosibirsk, auch eine Tür, wie die erste Tür, die wir gehört haben, die aber aus Frankreich stammte, das erste Quietschen. Das ist eine Tür in der Metro und die Metro in Novosibirsk ist eben auch ein sehr spezieller Ort, ein sehr Public Transport, aber auch ein öffentlicher Raum und diese Kommunikation, die sozusagen über diese Tür passiert und über die Menschen, die dort rein und rausströmen, die fand ich in diesem Sound relativ gut. Ist das eine Flügeltür? Oder? Ja. Die immer wieder zuschlägt und dann hast auf einer Seite das Mikrofon? Ich habe gestand sozusagen auf der einen Seite und habe einfach, wie ich sehr viel aufnehme, also eben überhaupt nicht so professionell,
sondern habe mein kleines Zoom-Gerät oder ein Tascam hatte ich damals und habe das eher so wie in der Hand hängen lassen und stehe da und beobachte, was ja eine andere ethnografische wichtige Tätigkeit ist, und höre und nehme das auf. Mhm. Genau. Und das ist, genau. Ich habe noch zum ersten Beispiel eine Frage, und zwar, dir ist das Kausale ja von der Schneeschaufel gar nicht so wichtig. Es war eine Schneeschaufel, aber man hat schon den Tunnel gehört, finde ich. Also man hat aber auch Außenraum gehört. Also es war wirklich eine schöne Verbindung zwischen Innen- und Außenraum. Aber interessiert dich da eigentlich die Reibung quasi als metaphorische Geschichte des Abtastens? Mhm. Ist das so ein Thema, wo man jenseits von Kausalität eigentlich was erfahren kann, was quasi methodologisch auf deinen Ansatz hinweist? Ja, super. Nee, ich glaube, da kommen wir bestimmt heute immer noch wieder dazu, genau zu diesen Fragen, was heißt das eigentlich, abtasten, Material zu erhören auch, ne, und wie das dann eben... klar, einerseits kausal, also die Quelle sozusagen zu benennen, Schnee, Schüppe, aber eben auch semantisch, wohin führt das eigentlich? Also was heißt dieses zwischen innen und außen, wer ist dafür zuständig? Also all diese, für mich ist Sound sozusagen so ein Element, was Fragen aufwirft, ne, für städtische Räume. Und jetzt im Weiteren vielleicht so ein bisschen eben metaphorischen Sinne, wie du sagst, mit den Reibungen oder Frictions, die man natürlich auch, da passiert ja was durch diesen Schneeaufhacker, könnte man sagen, der die Wege freilegt, damit die Straßen überhaupt zu benutzen sind. Also der hat erst gehackt und dann geschoben. Genau. Also mir ist aufgefallen, das ist sehr hochfrequent, also relativ viele Aktionen pro Sekunde sozusagen, kack, 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 kack. Und es gibt diese zwei Ebenen zwischen Hacken und Schieben. Und es ist nicht, also eben was ich für mich jetzt interessant fand, es ist überhaupt nicht entspannt, relaxed, sondern da wird richtig gearbeitet. Das ist richtig Schweiß. Ich höre da eigentlich eine richtige Arbeitssituation. Das finde ich eigentlich interessant, wo man denkt, naja, wenn man so viel Schnee hat wie in Novosibirsk, dann lässt man es ein bisschen ruhiger angehen. Und man hat es ja jeden Tag, muss man diesen Schnee weg, aber der ist... Nee, das ist richtig toll. Dabei. Genau, das ist toll. Das ist genau so, wie mit dir jetzt darüber zu sprechen, ne? Also wie ich mir das dann auch anhöre, was hört man da eigentlich? Und eben zum Beispiel diese Arbeitssituation, also auch dieses Engagement, aber auch vielleicht so, ach schon, also die Anstrengung, die es ist, das ist überhaupt nicht relaxed. Ja. Ist es auch nicht relaxed, weil es sind Massen von, natürlich von Schnee oder so, und die irgendwie auch bewältigt werden müssen. Das war übrigens, war ich da eben eingeladen vom Goethe-Institut von Stefanie Peter in Novosibirsk, und wir haben auch über diese Frage des Stadt und des Transformatorischen der Stadt oder was ist diese Materialität an Stadt gearbeitet. Ne? Und da ging es genau darum, an so spezifischen Stellen, und die Metro ist sozusagen die eine, wo irgendwie da versucht wird, auch Massen zu organisieren, aber auch so ein bisschen, was ist so eine, also wie du genau richtig gesehen, gehört hast, diese Flügeltür, die einem immer wieder so fast vor die Füße flog. Ne? Das war eine anstrengende Situation auch. Mhm. So ähnlich wie dieses Schneeschieben, was man da drin hört. In so einem Rhythmus eben auch. Ne? Was ich auch interessant finde, das ist ja auch ein Thema, was uns beide beschäftigt, nämlich dass eigentlich man hört in dieser Friction, in dieser Arbeit des Schneeschiebers, auch diese Körperlichkeit, also diese Verbindung zwischen Sound und Körper. Und ich liebe das zum Beispiel, meine Musiker quasi schwitzen, weil sie müssen eigentlich in Hochdruck Friction Sounds erzeugen, die einfach eine körperliche Anstrengung nicht nur für sie bedeutet, sondern auch für das Publikum nachvollziehbar machen. Hier wird gearbeitet. Und eigentlich im klassischen Konzertbetrieb wird eigentlich versucht, sozusagen die Eleganz, das Körperliche ist nur noch sozusagen das absolute Minimum von Einsatz von Energie. Und ich finde eigentlich da ein spannender Punkt, dass man eigentlich wieder die Energie des Einsatzes, um sowas zu produzieren, auch erfahren kann im Konzert. Also ich fand interessant, dass es sich eher nach so einem Geräusch, hätte ich das eher in Außenraum verortet und habe es deshalb nicht identifizieren können. Also ich hätte gedacht, diese Geräusche müssen irgendwas auf dem Feld sein oder so. Aber es hörte sich dann, für mich war es eine Kellersituation irgendwie. Ja, aber es ist passt ja genau. Passt das war die Unterführung. Ja, genau. Das war die Unterführung unter einer Straße, also genau dieses Keller, aber doch öffentlich zugänglich. Ja. Also das ist genau das. Ja.
Ja, also ich glaube, da geht es irgendwie um diese Klanglandschaften und auch eben das Körperliche. Ich wollte ja noch so ein Beispiel nochmal aus Bogotá. Das ist jetzt so ein bisschen was anderes. Da habe ich teilgenommen an einem Forschungsprojekt zu einer bestimmten Straße, Calle 22, die so einmal durch die Stadt geht, so ein künstlerisches Forschungsprojekt. Und ich habe auch, um mich diese Stadt, in dieser Stadt anzunähern, sie zu verstehen, Soundaufnahmen. Also für mich ist das auch so ein bisschen so ein Teil der explorativen Annäherung an Stadt, ne? Statt erstmal zu hören. Was höre ich eigentlich? Um mir dann auch solche Fragen zu stellen, was hört man da? Und da ging es eben darum, diese Straße nochmal abzutasten per Sound, aber ein bisschen anders. Oder das zeige ich jetzt, wollte ich hier vorspielen, ein bisschen andere Arten. Und zwar eher, wo es um Kommunikation zwischen den Körpern noch mehr geht. Also einmal auch das Innen und Außen, aber auch dieses produzierte Sound. Also nicht nur das Material, was sich anhört, sondern auch mit produzierter Musik. Und ein erstes Beispiel, das habe ich jetzt allerdings gerade erst heute Morgen noch dazu genommen. Deshalb ist das jetzt hier nicht auf dieser Liste, auf meiner Playlist sozusagen, aber das kommt dann davor. Trotzdem ist es Bogotá. Jetzt spiele ich das mal ab. Ja. Haben wir jetzt noch ein anderes an? Geht das? Geht nicht. Das hatten wir vorhin schon mal. Ja. Ist hier noch irgendein anderes an? Wieso spielt das jetzt nicht? Michael, du hattest vorhin den super Tipp, dass ich irgendwie was noch alles anhatte, irgendwo was anhatte, aber jetzt habe ich hier natürlich alles Mögliche auf, aber so geht es jetzt hier nicht. Du hattest gerade eins abgeschaltet. Ja, und das war eigentlich aber zu. Die Schwingtür war das. Das war die Antwort, die hatten wir schon. Das war es doch alles so. Die Doors. Metro-Doors. So, jetzt, das ging auf jeden Fall. Jetzt, nein. So, und jetzt hier will es nicht. Achso, du bist am Ende. Nimm mal den Cursor vielleicht auch anfangen. Wie jetzt, aber das wird doch eingespielt. Na. Ah, die Technik. Schade, aber sonst will das jetzt hier nicht. Jetzt mache ich das hier mal sehen. Machen wir nochmal ein neues auf. Jetzt probieren wir es nochmal. Das ist jetzt zu Ende. Ich würde noch einen, also das war eben Straßenhändler, die durch so Mikrofone auf der Straße ein relativ dichtes, laute Straße, wo man auch gar keine, also vielleicht auch so ein Rauschen der Stadt, ne? Also vielleicht, also Hildegard Westerkamp und Schaffer, Moray Schaffer, die haben das sozusagen die Lo-Fi der Urban Soundscapes genannt, also dass alles in so einem Rauschen untergeht und nicht mehr so einzelne Hi-Fi-Elemente. Dafür ist das eigentlich ein ganz schönes Beispiel hier mit diesen Straßenhändlern. Vielleicht
Vielleicht noch ein anderes aus Bogotá, wo es nochmal darum geht, auch den eigenen Körper in der Stadt zu bewegen und sozusagen entlang einer Straße zu gehen und zu hören, was kommt eigentlich aus den Geschäften raus, was macht die Straße, sozusagen so ein Verhältnis zwischen innen und außen auch womöglich zu hören. Es gibt da so einen kleinen Sprung, das ist jetzt hier irgendwie dieses Tienda, also es ist ungefähr 3 Minuten, es gibt so einen kleinen Sprung, aber das werdet ihr dann hören. Jetzt hoffe ich, dass das jetzt angeht. Wieso habe ich das irgendwie, kannst du nicht da noch einklicken an den Anfang? Oben in diese Zeile? Ist das nicht da? Genau. Und jetzt könntest du... Jetzt könnte ich auf Start gehen. Dann habe ich das jetzt wieder... Das ist so, ne? 3-mal gecheckt. Hier super, die ganzen total tollen Techniken haben wir hier. Das machen wir aus. Das ist jetzt wirklich, jetzt sind wir so gut ausgestattet. Das ist hier auch noch, wieso ist das? Sonst probier ein bisschen, sonst fange ich einfach an und zeige sozusagen was Ähnliches, was ich in Hamburg gemacht habe. Ja, kann man auch. Das ist ja cool. Vielleicht kann Matthias kurz, kennt Audacity. Warte mal, ich probiere es noch mal einmal. Es geht. Willst du uns einmal ausmachen? Noch einmal, ich probiere es jetzt noch einmal. Vielleicht nur ganz kurz weil genau dieses Körperliche, das andere Körperliche eben von Sound nochmal, also was auch sowas wie Musik produziert in uns, hier tanzten die Techniker gleich in dem Superstudio. Also so, das macht, ist nochmal so eine andere, dieser Affekt, den Sound auf uns hat. Ne? Das ist jetzt natürlich mit der Latino-Musik offensichtlich und vielleicht auch so, dass es irgendwie was in so einem Tanzrhythmus bei einem produziert. Aber für mich hat das auch sehr viel mit so einer Erinnerung zu tun, weil das war Musik, die ich aus Mexiko kenne und die mich hat sozusagen dann dort auch wohlfühlen lassen oder vertraut. Und all diese Dinge, dieses körperliche in Bewegung geraten, das Erinnerungen aufzunehmen, aber auch diesen Raum da nochmal abzutasten, das ist dafür so ein Beispiel. Aber bist du gegangen oder bist du auch mal stehen geblieben? Da bin ich auch stehen geblieben, ne? Genau. Das hast du wahrscheinlich genau gehört, ja. Wann ich wie stehen geblieben bin. Also weil ich wollte das dann weiter hören auch und bin dann wieder ein bisschen weitergegangen. Dachte, hier höre ich es ja immer noch. Ne? Genau, du konntest meine Bewegung sozusagen genau nachvollziehen. Es ist lustig, weil ich nämlich genau ein Stück gemacht habe, wo es darum geht, die Bewegung in einem Stadtraum als musikalisches als musikalischen Parameter zu erleben. Und eigentlich bin ich gar nicht so der Konzeptmusiker, aber manchmal bestimmte Sachen interessieren mich als Konzept total. Ich wollte eigentlich schon immer mal, weil ich eigentlich immer schon lange mich mit dem Thema Raum, also auch Konzertraum, beschäftigt hat. Also Thema Raum ist
für mich quasi als Komponist total essentiell, weil die Ohren sind 3D-Sinn und warum wir Konzerte in Konzertsälen hören, verstehe ich eigentlich immer noch nicht. Deswegen habe ich sofort angefangen, als ich angefangen habe zu arbeiten, eigentlich in den Raum zu gehen, eigentlich die Musik am Publikum zu verteilen, eigentlich den Raum als ganz konstitutives Element für nicht nur für die Hörsituation, sondern für die Musik. Kreation, also für die Musikentwicklung eigentlich auch zu begreifen. Und zum Beispiel dann zu sagen, Crescendo, Decrescendo ist so eines der grundlegenden musikalischen Parameter, also Lautstärkeveränderung von leise nach laut zu wieder leise. Und das kennen wir noch nicht so lange. Also es gibt diese Stufendynamik, eigentlich erst seit der Klassik. Davor hat man wirklich in Terrassen gedacht. Da gab es auch diese Möglichkeit, lauter werden auf dem Instrument. Oder Klavier ist ja dann erst viel später, wo man dann sozusagen, Cembalo hat eine Lautstärke. Das heißt, das Thema lauter werden und leiser werden ist eher ein junges musikalisches Thema. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was ich gerne mal hören möchte, ist ein Abstandscrescendo, also sozusagen die Musiker verändern ihren Ton überhaupt nicht, aber der Zuhörer sitzt irgendwo und diese Musiker kommen näher und nur durch die Veränderung des Abstandes wird der Ton lauter und durch den Vergrößerung des Abstands wieder wird er wieder leiser. Also das ist quasi die technische Lösung eines emotionalen Problems, würde ich fast sagen, nämlich das Crescendo hat immer so dieses Aufgehen, also Energiezuwachs, ja, man will die Nähe und das Entfernen leiser werden, hat immer sozusagen auch dieses emotionale, entropische, auch sozialentropische manchmal, also dieses Beenden ist, also man kann es auch sozusagen paradigmatisch für eigentlich auch gesellschaftliche Zustände sehen. Insofern eigentlich ein ganz einfaches, sehr, sehr, sehr substanzielles musikalisches Thema. Und das habe ich versucht, in einem Stück mal zu lösen, indem ich im Westwerk, das hat ja diese tollen Türen, also die Türen aufgemacht habe, weil es ja ein Kontor ist. Das Publikum sitzt sozusagen auf Stühlen, die gucken plötzlich raus. Und das Akkordeonorchester, gibt es schon das Bild für die Zuspielung? Vielleicht kann man das schon mal einschalten. Genau, danke. Da oben gibt es sozusagen, das ist der Stadtplan, in dem die laufen. Und wir sitzen jetzt, ich springe ein paar Mal, ein paar Minuten muss man es schon mal anhören, weil ein paar schöne Sachen auch passieren. Also das ist jetzt von der zweiten Reihe des Publikums, gucken wir jetzt raus auf die Admiralitätsstraße.
war mal, das war im Schnelldurchgang geskippt, das Crescendo, Decrescendo quasi als Raum erzeugtes musikalisches Phänomen. Was interessant war eigentlich, die Stadt spielt quasi mit, ohne dass sie komponiert werden muss. Das fand ich eigentlich, man muss eigentlich nur die Türen aufmachen, aber welche Konzertsäle haben schon Türen? Also insofern war das auch ortsspezifisch geeignet. Wir hatten damals eine Konzertreihe mit Viola Kiefner. Und ich kannte also den Raum sehr gut, akustisch gut, und irgendwann dachte ich, diese Türen müssen auch mal auf sein. Und was dann passiert ist, sozusagen, man hat quasi eine konzeptuelle Anlage eines Stückes, und dann finde ich es immer toll, wenn sich quasi das Stück selbst produziert. Und dann fahren die Autos, ich muss kein Auto bestellen, das rechts und links herfährt oder die Polizei kommt oder es gibt auch mal ein Martinshorn, und dann laufen auch Leute plötzlich vor auf dem Bürgersteig, die plötzlich dann Bühnenprotagonisten werden, und deswegen lacht das Publikum, weil das Publikum selbst überrascht ist, dass sie quasi die Situation umkehren. Ja? Die gucken sozusagen etwas an, was gar nicht gedacht war. Und das sind immer so schöne Erlebnisse für mich als Künstler, wenn man sozusagen die Situation erzeugt und dann entsteht eigentlich von ganz alleine, das ist der interessante Part. Aber das ist toll, dass ihr da beide jetzt sozusagen symbolisch auch oder real die Tür habt, ne? Also in euren Arbeiten, die ja eben einen definierten Innenraum von einem vielleicht undefinierten Außenraum sonst abgrenzt, und in dem die geöffnet wird, in deinem Konzert ist eben die Grenze überwunden, und die Stadt wird dann Teil des musikalischen Geschehens. Also du bringst da auch zwei Sphären zusammen. Also eine Konzertsphäre und eben die Stadt, wie sie ist. Und das finde ich überhaupt interessant, dass bei euch beiden eben im Bezugssystem von dem, was der Sound ist, gibt es eben eine Realität, die irgendwie definiert ist als Hintergrund, die du jetzt reingelassen hast. Eigentlich ist es ja so, in der Wissenschaft und in der Musik wird der Stadtraum akustisch immer versucht, entweder auszublenden in Konzertsälen, die wahnsinnig gut isoliert sind, oder einfach gar nicht wahrgenommen. Also Sound ist, weil es auch schlecht zu versprachlichen ist, es ist auch die theoretische Grundlagen sind so schwierig zu fassen. Also Sound ist wirklich so ein bisschen eine Schwierigkeit, gerade Theorie, die mit Sprache funktioniert, das zu fassen. Als Musiker haben wir die musikalische Notation, und da können wir viel besser sozusagen damit Form kreieren, wir können sozusagen auch Realitätsaussagen machen, weil wir das nicht versprachlichen müssen, sondern wir können sozusagen wir haben Zeichensysteme, die quasi darauf hinweisen, was gemacht werden soll, aber nicht beschreibend. Deswegen ist übrigens auch die Musikwissenschaft so weit hinter der Musikproduktion. In der bildenden Kunst so viel weiter, ja, die Kunsttheorie, weil das Visuelle ist immer so viel besser so theoretisch zu erfassen, sprachlich eben, als das Musikalische. Aber vielleicht doch noch, weil das ist ja genau auch mal das Thema, was uns hier verknüpft, also die Frage, welchen Sound produziert die Stadt oder produzieren wir mit Stadt, finde ich ein total schönes Beispiel auch, gerade was du gezeigt hast, also auch mit dem Innen- und Außenraum. Und doch ist es eben genau das Sonic Scapes sozusagen sind so wie nicht beachtet, und gleichzeitig prägt es aber doch so viel. Es gibt Flüsterasphalt, es gibt Lärmschutzwelle, es gibt also nicht nur sowas wie die Elbphilharmonie, die dafür gebaut ist in Architektur. Jede Kirche hat einen bestimmten, ist eine Soundfessel sozusagen. Und dann aber auch diese anderen Dinge, die uns ganz alltäglich, die so, ne, wie sowas wie Materialien, wie Flüsterasphalt, Lärmschutzwelle. Es gibt Ruhezeiten an jedem Glascontainer. Also wir sind täglich so viel damit konfrontiert, wie Sound auch unseren Alltag strukturiert sozusagen. Ne? Das gar nicht bewusst ist, bis hin, was ja offensichtlich hier zum Beispiel beim Fuchs gerade ein großes Thema ist, dass neue Mischgebiete, also Gesetze, die bestimmte Sounds erlauben oder nicht, ist eigentlich ein Wohngebiet. Was heißt das jetzt, wenn hier andere Gewerbe oder sowas auftauchen? Das ist eine andere Soundfrequenz dann. Mhm. Also es gibt wirklich so sehr viel Aushandeln und sehr viel Konflikte über Sound und Aushandlungsprozesse. Ne? Obwohl das so, genau wie du sagst, irgendwie gar nicht
uns gar nicht so klar ist. Vielmehr, wir reden von, vielmehr mit den Bildern sind wir sozusagen beschäftigt oder mit dem Visuellen. Und das ist ja sozusagen die akustische Realität, das ist ja etwas, was uns beide beschäftigt, aus so unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und man muss einfach dazu sagen, dass die Klassik, der Klassikbetrieb und auch die Musikproduktion im sogenannten hochklassisch, Hochkunstbereich, da immer noch ein Problem hat, das als Material anzuerkennen. Ja, das ist immer, es ist immer noch die Störung und sind eigentlich immer noch die Tonhöhen, die schön diese Fluchtwelten aufmachen. Ne? Und ich hätte eigentlich mal ein ganz schönes Beispiel, darf ich kurz mal was zeigen? Und zwar von Raphael. Und zwar, der hat ein wunderbares Bild gemacht, was ich sehr gerne zeige. Und zwar die heilige Cäcilie. Und zwar, das ist so eine, aus der Legende Aurea, so ein Heiligenbuch, Jacopo de Voragine, der hat so heiligen Geschichten aufgeschrieben. Und Raphael malt ein Bild, das heißt die himmlische und die irdische Liebe. Und die Geschichte geht so, also diese Cäcilie, die soll verheiratet werden, aber sie hat sich schon insgeheim mit Gott verheiratet. So, und jetzt ist das Problem, aber sie kommt nicht da raus. Die römische Familie hat ihren Sohn mit ihr verheiratet und das muss alles, es wird jetzt sozusagen das Hochzeitsfest gefeiert. Und während des Hochzeitsfestes hört sie, so schreibt es Jacopo de Voragine, die irdische Hochzeitmusik wie die Musik von zerbrochenen Instrumenten, während sie die himmlische, also ihre eigentliche Hochzeitsmusik mit Gott, als die englische Musik, also die Musik von Engeln. So, und jetzt guck mal, was Raphael macht auf dem Boden mit den Instrumenten. Also das ist, der verkeilt die so ineinander, das ist so ein Sinnbild von Noise. Ja, das ist eine Instrumentenpräparation, ja. Das ist die irdische Musik, ja. Und ich würde sagen, hellsichtig alle Instrumente zusammen, Schlaginstrumente, die sich gegenseitig blockieren, stören. Und also ich meine, Raphael ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingskünstler, weil der ja immer so dieses Glatte und Heilige und so. Aber das ist eine sehr hellsichtige eigentlich Beschreibung. Wenn ich sagen würde, ja, Noise-Musik, das ist die Noise-Musik. Und wenn die Engel dann dazukommen, das sind dann diese geschlechtslosen Wesen, die meistens keinen Körper haben. Und die machen Tonhöhenmusik, die singen nämlich. Ja? Und Gesang ist Tonhöhe. Ja? Die Noise-Produktion im Gesang kommt erst viel, viel später. Und das heißt, in diesem Bild ist für mich diese ganze Konfliktlage sozusagen tonhöhenbezogene Musik, wie ich das nenne, als entkörperlichte Fluchtbewegung, ich sage es mal ein bisschen provokativ, und hier unten diese irdische Musik als die ganz reale, die mit unserer akustischen Realität zu tun haben. Das ist eigentlich ein super Bild. Akustische Realität ist dann aber auch soziale Realität zum Beispiel. Genau, oder? Genau. Also die soziale Realität, deswegen lieben wir Städte, weil es gibt Verdichtung in den Städten, das heißt nicht nur Verkehr, sondern auch soziale Verdichtung, das heißt einfach auch Verdichtung von Sound. Deswegen leben so viele Künstler und auch Musiker in Städten, weil auf dem Land ist es nicht so verdichtet und vielleicht auch nicht so spannend. Und die Erfahrung, die man über Realität machen kann, ist in dieser Verdichtung der Stadt einfach viel größer, die Möglichkeiten der Erfahrung. Wobei, nochmal kurz dazu, dieses Realität, weil die Frage ist ja, was ist die Realität? Ne? Weil wir, wie wir vorhin schon gesehen haben, vielleicht auch bei diesem Beispiel des Geschäfts mit dieser Latino-Musik, also jeder sucht sich ja schon auch, hat bestimmte Vorstellungen, was Stadt ausmacht, was die städtische Realität ist, wer dazu gehört, was sind die Images, die Bilder, also ist eine Stadt eben besonders laut, wie du jetzt beschreibst, und dadurch irgendwie eine verdichtete Klanglandschaft, oder wünscht man sich es eigentlich doch ein bisschen leiser, auch das Städtische, und da auch daran wird ja viel gearbeitet. Also diese Vorstellung oder Imaginaires oder Imaginarios, wie das auf Spanisch heißt, von das, was Stadt sein soll, ist natürlich auch im Sound das, was wir hören, weil wir blenden ja unglaublich viel. Es ist ja eine wahnsinnig aktive Arbeit, die wir die ganze Zeit machen, unsere Ohren zu fokussieren auf das, was wir hören wollen, das, was wir nicht hören können, oder ne? Also das damit sozusagen zu arbeiten, wie wir diese Soundarenen oder die bestimmten
genau, Soundarchitekturen oder so, wie wir uns da fokussieren. Also dieses, was ist eigentlich Realität? Mhm. Ne? Also es ist auch immer nur ein Ausschnitt. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, auch was, wie ihr das seht, was sich da eigentlich verändert. Weil das ja so ein bisschen der Ansatz von Rapid Rabbit auch ist. Und wir haben ja im Vorgespräch schon mal festgestellt, dass ja die Stadt, auf die wir uns beziehen, als historisches Bezugssystem oder auch als das der attraktive Punkt, wegen dem wir das Land verlassen haben und hierher gezogen sind, um halt die Verdichtung und die Lebendigkeit zu erleben, ist ja heute vielleicht ein bisschen anders. Also wegen Corona vielleicht sowieso. Also es gibt ja auch auf einmal wieder eine Landflucht und man will gar nicht mehr in der Stadt sein. Außerdem ist auf einmal, wie du schon sagtest, also es gibt ja nicht nur bei Glascontainern so Restriktionen, sondern es gibt ja wirklich Viertel, die viel beruhigter, also lärmberuhigter werden. Lärm ist wird zunehmend als was Unangenehmes erlebt. Hier wird der Deckel auf die Autobahn gebaut, damit da ganze Viertel irgendwie ruhiger sind. Wahrscheinlich geht es da auch um viel Geld dabei, aber dahinter steht ja auch so ein Luxusprinzip von, also Stille ist ein Luxusgut und die Stadt ist vielleicht gar nicht mehr so. Was bedeutet das denn für euch im Bezugssystem? Also könnte das auch sich ändern? Ist die eine Frage an dich, Katrin, oder die Frage, wie ist es denn in anderen Ländern? Da ist es ja ganz anders. Wenn du jetzt da in Südamerika bist, ist ja das Konzept ein ganz anderes und verändert sich dadurch dann auch dein Arbeiten? Also erstmal glaube ich, dass dieses, und da haben wir auch schon im Vorfeld drüber geredet, dass die Frage des Lärms und der Stille für Stadt ganz zentral ist und wichtig und auch eben interessant ist, Städte zu verstehen oder auch die Akteure, die agieren. Ne? Also wer hat das Recht auf Stille zum Beispiel? Ne? Also auch wenn du das so beschreibst, das ist doch eigentlich das, was Stadt ausmacht, eben dieses lebendig Laute. Aber im Prinzip gibt es sehr viel auch um Stille, ne? Oder um Räume der Stille. Es ist auch, und dazu gibt es gerade sehr viel Forschung, das ist ganz gar nicht meins, aber in so einem Urban Health, also so Gesundheitsfragen, wo wer wohnt eigentlich, an welchen Lauten oder im Gebiet, in welchen Gebieten die sehr laut sind. Also es hat sowas mit bisschen zu Environmental Racism, also Umweltrassismus zu tun. Wer kann sich das leisten, in Stille zu wohnen? Mhm. Und ich aus Marseille, wo ich vielleicht ja nachher noch was erzähle, da gab es zum Beispiel in diesem ehemaligen Hafengebiet, Hafengebiete sind ja auch absolut laute Gebiete, ne? Also deshalb waren die auch nicht besonders attraktiv, dort zu wohnen. Und jetzt diese Revitalisierung von Hafengebieten, ob das in Hamburg, Marseille oder Istanbul, wo auch immer ist, die damit argumentieren, mit so einem maritimen Flair und im Prinzip irgendwie diese Stille auch hervorholen. Ne? Und da waren immer diese riesen Werbetafeln, Okam, also in der Stille, also mitten, du hattest diese städtischen, ich habe hier so ein paar Bilder, aber das ist, leider habe ich dieses eine nicht mit diesem Okam, siehst du das? Genau, hier, das ist sozusagen, hier wird diese neue Stadt gebaut, ne? Also die auch irgendwie sehr, sehr verdichtet ist eben und gleichzeitig wird damit argumentiert in der Stille. Aber hattest du ja auch in der Hafen City einen guten Link zu, ne? Mit dieser Frage der Lautstärke und dieser Architektur und der Materialität. Ja, wo das innen außen ganz Neues auch wird, ne? Weil wenn du drin bist, gibt es kein Außen mehr. Ja, wobei, also ganz grundsätzlich muss ich sagen, also die, man zieht natürlich in eine Stadt auch wegen der Verdichtung, und ich habe 30 Jahre auf St. Pauli gewohnt, also mittendrin, und das war toll und trotzdem leidet man ja auch drunter. Ja? Also das ist jetzt nicht so eindeutig, dass man es sucht, sondern es sind immer beide Seiten, man leidet und man ist auch froh, wenn es dann ein bisschen leiser wird. Und ich habe nur eine irre Situation, wo ich gemerkt habe, wie... was es bedeutet, was es dazu braucht, dass Stille mal entsteht in der Stadt. Ja? Und ich sitze auf dem Balkon, seit 30 Jahren sitze ich immer auf diesem Balkon im Sommer und links eine Baustelle, rechts die Davidstraße, die Ripperbahn geht vorbei und eigentlich ist immer irgendwas los. Ja? Und ich sitze da und plötzlich 30 Sekunden Ruhe. Die Ampel war grün, es kam kein Auto von der Reeperbahn, es hat niemand geschrien, es kam kein Auto, sonst sind ja immer sozusagen durch die Ampelphasen, es ist ja immer Flussverkehr. Die Baustelle war ruhig und ich dachte, das war so ein spooky Moment, ich habe dann gedacht, welche Zufälle sind hier gerade am Gange, dass hier weder ein Auto fährt, noch ein Bus, noch jemand schreit, noch die Baustelle. Und
Das war das einzige Mal in diesen 30 Jahren, diese knapp 30 Sekunden. Leider habe ich mein Aufnahmegerät nicht dabei gehabt. Aber da ist mir klar geworden, was es bedeutet, Stille zu erzeugen. Und das war ja eher zufällig, dass ich auch gesessen habe. Aber das ist sozusagen eine ganz große Aktivität bedeutet, in der Verdichtung die Stille herzustellen. Und das ist natürlich das, was auch mich musikalisch interessiert. Und jetzt bin ich auch noch in die Hafen City gezogen. Und da ist es so, bin ich eigentlich sehr dankbar um die Dreifachverdichtung. Also das ist jetzt wirklich leiser als auf dem Land. Verglasung der Fenster, viele Fenster. Natürlich muss man gucken. Und man hat viel Licht und so. Und das ist toll, aber trotzdem ist es auch so ein bisschen wiederum spooky auf eine gleiche Weise. Ich gucke sozusagen auf den Hafen Oswaldkai gegenüber, wo die großen Containerschiffe liegen, und ich höre nichts. Und das ist auch es ist absurd, und das ist auch so ein bisschen der Trend, der kritische Trend, dass quasi auch eine bestimmte Realitätsabkopplung gesucht wird. Und das ist nicht nur in der Stadtwelt, sondern auch in ganz unterschiedlichen technologischen Fragen ist das ein ganz großes Thema. Eigentlich die Körper werden versucht, abgetrennt zu werden. Und oder beziehungsweise die Sinne aufzuspalten. Ne? Also das ist jetzt ja auch total interessant, wie du das beschreibst, dass das Sehen jetzt da so in den Vordergrund gerückt wird oder so, noch mehr. Ne? Durch also die riesigen Fenster. Durch die riesigen Fenster und der Blick. Und dass das ist ja auch eine Imageproduktion, dass das jetzt interessant ist, auf Hafenkräne und Container zu gucken. Also das war ja nicht immer so. Ne? Also und gleichzeitig aber unbedingt den Sound davon zu lösen, weil das wäre viel zu viel. Das wäre dann, also dann wäre das Bild womöglich auch nicht mehr das Interessante, sondern man muss das sozusagen diese Sinne voneinander abkoppeln. Ne? Das ist natürlich. Und das war natürlich auch eine Vorgabe von Hafen City, die den sogenannten Hafen City Gold Standard ausgerufen haben. Und jetzt gibt es sogar den Platin Standard. Das heißt, weil es Industriegebiet, ausgewiesenes Industriegebiet ist, wenn das als Wohngebiet erschlossen werden muss, dann hat die Stadt gesagt, okay, dann müssen bestimmte. Weil eigentlich ja das für hochpreisiges Wohnen gedacht war in der Hafen City West, da muss das auch einen bestimmten Lärmschutzstandard bedeuten. Und das haben sie jetzt auf die Hafen City Ost, die jetzt im Barkenhafen gebaut wird, übertragen. Mhm. Und ich muss sagen, ich profitiere davon. Und ich habe wirklich, ich habe nichts gegen Stille auch in der Stadt, mit zunehmendem Alter vielleicht auch. Ja, das kommt sicher auch dazu. Aber ist es vielleicht auch, weil man zu wenig gewöhnt ist? Also ist es vielleicht einfach der neue Standard, dass das anders funktioniert, dass Autos anders klingen, dass es immer überall piepst. Also das finde ich auch noch eine interessante Frage, inwieweit eigentlich da Simulationen passieren von Geräuschen, die wir kulturell irgendwie gespeichert haben in unserem kulturellen Gedächtnis, indem also Automotorengeräusche irgendwie angepasst werden oder so ein bestimmtes Volumen bekommen, damit Leute nicht überfahren werden. Aber hier ist übrigens eine Frage aus dem Chat an Katrin. Ich lese die mal kurz vor. Also, es gibt einen Chat und ihr könnt auch immer Fragen stellen. Vielleicht sollte ich auch noch kurz was sagen zu dem Zeitrahmen. Wir haben uns ja 2 Stunden genommen, weil dann soll angeblich der Akku von der einen Kamera leer sein, spätestens. Aber wir gucken einfach. Ne? Frage ebenso an mich, an Katrin und an alle, wenn die Soundbeispiele Sound, Door etc. ohne die Angaben von Titel, Ort und Länge zu hören gewesen wären, wie wäre das Hören der Soundbeispiele wohl anders gewesen? Okay. Ja, da haben wir ja vorher auch diskutiert, ne? Genau wie man das macht. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, dass könntest du ja gleich nochmal ausprobieren. Es gibt ja noch ein paar Soundbeispiele, die dann irgendwie einfach auch nur als Sound zu hören sind. Und die Frage, muss man das auflösen, also semantisch oder kausal nachher oder vielleicht auch gar nicht. Also das ist ein Punkt. Und genau, jetzt aber ich würde auch sagen, das mit den Orten, wir haben das diskutiert, soll da nicht doch irgendwie so eine Verortung sein oder was macht das? Also ich finde, Hören im Internet ist anders. Und ich muss sagen, wenn ich vor dem Rechner sitze und nur hören soll, fällt es mir sehr schwer. Wenn ich eine CD auflege, nicht. Also wie ich sozusagen über den Router mich einwähle, höre ich mit einer anderen Erwartungsfrequenz
Und ich brauche eigentlich Input, ja. Ich brauche, also ich bin zum gar nicht sehen. Zum ja. Sehen. Ich brauche plus Input, also nicht nur hören. Insofern habe ich zum Beispiel jetzt nur Soundbeispiele mit Video sogar, also ja, wo ja. ausgewählt, weil für mich ist das Internet kompatibler. Mhm. Ich würde dann immer sozusagen die Hörsituation als vor Lautsprecher sitzend. Mhm. Das ist die Hörsituation und die kann man, das ist nicht die im Internet. Die meisten haben keine zwei Boxen neben dem Rechner und, okay. und meist, die meisten hören ja wahrscheinlich doch mit Kopfhörer. Das Bild kompensiert und, das dann so ein bisschen. Ja, ja, also hören im Internet ja. und hören im öffentlichen Raum und hören im privaten Raum, das sind ganz unterschiedliche Aktivitäten, finde ich. Die, Was ja dann eh schon so eine Übertragung ist, ne, von diesen Sounds, die ich jetzt aufgenommen habe, im öffentlichen Raum, den dann irgendwie auf den zu Hause zu hören und dann wieder womöglich abzuspielen. Und zwar nicht in den öffentlichen Raum, sondern eben im Rahmen von Vorträgen oder sowas, ne? Oder von, von Zeigen. Oder was ich eben ja auch immer wieder mache, ist, was macht man? Also, ne, ich habe ja schon gesagt, dass diese Sounds sind für mich vor allem Skizzen, um was über Stadt zu verstehen. Manchmal speise ich die wiederum ein in Interviews zum Beispiel, wo dann ich frage, was hört ihr da? Ne, so ein bisschen, also das so ähnlich wie mit Fotos ja auch gearbeitet werden kann, damit Menschen sozusagen assoziieren über den Sound, ne, und da sich erinnern. Oder ich frage auch manchmal nur nach, was ist der Sound von Marseille in den 1990er Jahren zum Beispiel, um damit irgendwie sowas, also da geht es noch nicht mal ums Hören, sondern nur um diese Vorstellung. Mhm. Und das ist, also jetzt komme ich da gerade drauf, wegen bezüglich dieses, was hört man eigentlich im städtischen Raum, wie fokussieren wir uns, was blenden wir alles aus, was blenden wir im privaten Raum aus. Und vielleicht, wenn ich da nochmal anknüpfen darf, du hast ja gefragt, auch was sich verändert oder so, was sich auch an Stadt verändert. Also mit diesem, werden Städte eigentlich leiser oder lauter, habe ich mich auch viel gefragt. Ich habe einen Text geschrieben zu dem historischen Sound am Moritzplatz in Berlin zum Beispiel, wo ich mir vorgestellt habe, was da Anfang des 20. Jahrhunderts, wie was für eine Soundscape es da gegeben hat, als es eben sehr viel zunehmende mechanische Geräusche gab, also Registrierkassen, Tram, Quietschen, aber auch Nähmaschinen, also diese ganzen Motoren und mechanische Geräusche, die und Kopfsteinpflaster, Holzkarren auf Kopfsteinpflaster, enge Innenhöfe. Es muss unglaublich laut gewesen sein. Also damit wären wir jetzt, ich meine, wären wir jetzt völlig überfordert. Ich glaube, es ist viel leiser. Aber jetzt gibt es, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dieses Rauschen, was auch irritierend oder auch krankmachend natürlich sein kann. Das ist ja nicht gesund, ne? Also was du auch sagst mit dem die Städte, wo einfach mal auch stille oder ruhigere Sound-Arenen zu haben, ist auf jeden Fall wichtig. Aber die Städte werden jetzt, glaube ich, durch so eine ganz andere Soundscape verändert. Und dieses Biepen, ne? Und also Autos, Elektroautos haben keinen Sound mehr, deshalb mussten die gestaltet werden. Das ist so ein bisschen auch die Frage, es gibt mehr und mehr spezifisch gestalteten Sound, würde ich sagen. Also wo man Sounddesigner braucht, die das gestalten. Eine Nähmaschine wurde früher noch nicht so sehr mit der Sound gestaltet, aber zusehends die Autos, Porsche-Türen, der Klassiker, jede Kamera, jedes Telefon, jetzt die Autos, die einen eigenen Motor haben oder so. Und da ist natürlich die Frage, dieser kontrollierte, sag ich jetzt mal, gestaltete, designte, kontrollierte Sound, der verändert natürlich alles. Kann ausblenden, einblenden, die Fenster sind zu, gleichzeitig gibt es irgendwie die anderen Soundscapes. Ne? Ich habe ja 30 Jahre, wie gesagt, in St. Pauli gewohnt und also ich habe deutlich, also in den 30 Jahren eine Veränderung des akustischen Bildes. Also ich kenne das ja so gut, weil den Sommer verbringe ich jeden Morgen auf dem Balkon und es hat sich eigentlich sozusagen, früher habe ich wirklich Motoren der verschiedenen Automarken eigentlich gehört, unterschieden. Und deswegen hat mich auch der Motor sozusagen, der Verbrennermotor, muss man sagen, quasi mit diesen Hochfrequenzklängen sehr, sehr interessiert. Und auch die Diesel und Benziner sind in den letzten 10 Jahren so leise geworden,
dass man eigentlich nur noch die Friktion von Reifen auf der Straße, auf dem Asphalt hört. Also es ist eigentlich, es ging schon mit den Benzinern auf die Reifenfriktion runter. Und das heißt eigentlich sozusagen, der Motor-Noise ist viel, viel leiser geworden. Und dazu muss ich sagen, aber der soziale Noise, ja, der Partylärm, der ist dagegen eigentlich gestiegen, ja. Also früher Schlager-Move, Harley Days, aber ich meine auch dieser normale Samstagabend durchgeknallte Sauftourismus, das ist eigentlich, das ist wirklich über die Jahre viel mehr geworden. Mhm. Und komisches Verhältnis zwischen sozialem Druck und eigentlich diesem mechanischen Umgebungsdruck, der uns ja alle prägt und auch nervt. Ja, das ist dieses ständige Rauschen, was sozusagen in der Stadt runterliegt, das macht ja auch ein bestimmtes Druckgefühl, und man kann es wegblenden, aber es ist ja immer da. Und deswegen, wenn wir als Stadtmenschen dann aufs Land fahren und da ist mal dieses Rauschen weg, wie befreiend plötzlich der Körper da reagiert. Also dieses Erlebnis haben wir nur, weil wir dieses Grundrauschen so gewöhnt sind. Ne? Dieses Grundrauschen, würdet ihr sagen, das ist sozusagen ein postindustrielles Phänomen, weil ihr habt ja beide auch in euren Arbeiten, bezieht ihr euch ja auch auf industrielle Epochen oder sagen wir mal Epochen der westlichen Welt oder so. Du hast ja auch gesagt, du beziehst dich auf mit deinen Schlagzeugsachen darauf, also auf Maschinen und so weiter. Ist das sozusagen, ist das vorbei oder würdet ihr das auch so einteilen, in dass dieses Rauschen jetzt eigentlich sozusagen symbolisiert, dass da was abgelöst wird, also dass so eine Epoche jetzt eigentlich zu Ende ist von Maschinenstampfen, Geräuschen, von sowas allem? Oder wird das durch einzelne Haushaltsgeräte noch wieder wettgemacht? Also ich hätte zwei Sachen. Also einmal glaube ich nicht, dass man das so linear sehen kann, sondern dass es womöglich auch Inseln gibt. Ich habe ein sehr schönes Beispiel aus Marseille, wo es sehr viel, vielleicht spielen wir das, also sondern dass es immer wieder verschiedene Sounds gibt. Und das hat natürlich was mit Technologisierung unserer Gesellschaft oder dann auch mit Digitalisierung der Gesellschaft. Was hat das eigentlich für einen Sound? Das wäre mal eine schöne Frage. Was ist der Sound der Digitalisierung? Also was heißt das eigentlich? Ist das Rauschen? Ist das Piepen? Was ist das? Gibt es da Kompositionen? Vom Wasserkocher? Oder? Ja, von allem, vom Telefon, ja. Von allem, ja. Ne? Überall werden die Alarmsignale, die ja wichtig sind, also Sound ist ja ein sehr wichtiges Element, um Warnen, also die Stimme schon dafür oder die Tiergeräusche, um Warnungen auszurufen. Und all diese viele, wie wir es gerade beim Auto hatten oder auch bei jedem Wasserkocher, sind das sozusagen so wie Alarmgeräusche, mit denen wir, oder Informationen, die da. Aber was ist der Sound der Digitalisierung? Oder ist es eigentlich ganz leise? Oder ist das das Rauschen des Servers oder so? Ne? Naja, aber es gibt schon einen Sound der Digitalisierung. Ja? Das sind nämlich diese Platinen-Sounds, diese ganz einfachen Bit-Sounds, die einfach nur also sozusagen ohne Obertöne, sondern nur so ein Sinuston, so sozusagen eine Kleinstunion, piep, piep, piep. Also das sind so die reduziertesten Sounds. Also diese Cracklebox kennt man, das kannst du schnell dir zusammenbauen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Paradigma des nicht mehr zu instrumentalen, kausal beziehbaren Quellen zu machen, sondern das ist eine Platine, ja, da ist ein Dings drin, und wenn da ein Stromdings durchgeht, dann macht es Piep, ja. Das ist ein Körperschall, da gibt es ja kein Membran mehr oder irgendwie was, sondern das ist sozusagen die Platine selbst die macht dann Eek, ja. Ich spiele nochmal so einen Sound aus Marseille. Ich sag, also jetzt machen wir mal ohne, jetzt das ist eine.
Das war ein Sound aus Marseille. Auch ein aktueller Sound. Hast du das hören können? Was hast du da, oder nicht die Quelle, sondern was sagt dir das was? Von wegen, weil du gerade das mit dem Platinensound beschrieben hast. Nee, ich habe es nicht zuordnen können. Es war so was Peitschenmäßiges. Also, das heißt, es gibt irgendwie eine sozusagen während dieses kurzen Zeitimpuls gibt, also kurzen Klangimpulses, gibt es noch eine kleine Veränderung in dieses, wie so eine Peitsche, die irgendwie so eine. Ja, als, ich dachte jetzt an so eine Offset-Maschine oder so, wo Papier abgeschnitten wird, aber. Nee. War ein Betonmischer, eine Betonpumpe, sozusagen eine Betonpumpe, also die immer. Also dieses in diese Baustellen, die ich ja vorhin gezeigt habe, Beton reinpumpt sozusagen. Und einfach mit diesem wahnsinnigen Rhythmus, der sich durch, also wenn man in Marseille, da in La Joliette, in diesem ehemaligen Hafengebiet spazieren geht, durchzieht dieser Rhythmus die ganze Stadt. Ne? Also es gibt Verkehr und es gibt noch anderes, aber dann dieses sehr einförmige, eintönige sozusagen als so ein Sound, der aber sehr laut und sehr präsent ist. Also von wegen, wie werden die Städte immer ruhiger? Also so, es wird gebaut, ja wahnsinnig viel konstruiert, Construction Sites. Und die sind erstmal lange laut. Mhm. Und es dauert ja auch eine Weile. Ne? Und dann wird es vielleicht, irgendwann ist das Ziel mit den auch dreifach Gold- und Platinverglasungen, das alles ruhig, wieder ruhig sein. Aber dann wird die nächste Stelle, wo gebaut wird. Ne? Und dieses im Prozess, also deshalb ist das... kann man das, glaube ich, jetzt nicht so linear sagen, dass die Städte mal leiser werden, sondern es gibt ganz unterschiedliche neue Soundscapes. Die Städte werden leiser. Also auch zum Beispiel S-Bahn fahren heute, das gibt keine Kommunikation mehr in Hamburg. In Berlin vielleicht schon, aber Leute reden nicht mehr. Es ist totenstill in der S-Bahn. Mhm. Und weil alle sind beschäftigt natürlich mit ihrem digitalen Zugang. Handy, ne? Ja, und keiner redet mehr miteinander. Und wenn jemand redet, dann folgst du dem Gespräch. Das war früher nie so. Ja, also die S-Bahn wird leise. Man hört sozusagen, das sind ja auch mittlerweile Elektromotoren, die sind auch leise. Es ist auch gespenstische Stille. Also es gibt die Tendenz, der Baulärm wächst und an anderen Ebenen wird eigentlich die Lärm... Produktion, sei es sozialer oder wie sagt man, urbaner Lärm, also von der Versorgung der Stadt, Versorgungsbetriebe, wird eigentlich leiser. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch mit den Infrastrukturen, dass das leiser wird. Aber jetzt nochmal mit dem Sprechen wäre ich auch interessiert, müsste man, glaube ich, sich auch genau angucken, weil es wird ja sehr viel kommuniziert in die Telefone und zwar auch sehr laut, also sehr intim, sehr laut, ganz anders als, also finde ich schon auffällig und jetzt viele ja auch sogar nicht nur über Kopfhörer, sondern man hört dann auch manchmal, was die andere Person sagt. Ja. Sozusagen, also das finde ich schon eher, dass das zunimmt, also dass Menschen vermeintlich mit sich selber sprechen, aber dann also irgendwie in diesen öffentlichen Raum hinein kommunizieren und nicht so sehr miteinander, ne? Das ist eine Verschiebung, aber das finde ich jetzt nicht so eine Soundqualitätsverschiebung, sondern eben das ist eine ganz andere Art der Kommunikation, wohin der vielleicht auch sich der Sound richtet oder so, ne? Das Sprechen, das angesprochen. Auch eine Entkörperlichung auf eine Weise. Also sprechende Menschen in der sich unterhaltende, kommunizierende Menschen, die man in Südeuropa zum Beispiel noch viel häufiger erlebt oder in Israel zum Beispiel oder wahrscheinlich in Afrika, ne, da kennst du dich ja mehr aus. Das ist ein wunderbares, also Leute, die sich was zu sagen haben, die miteinander kommunizieren, von mir aus auch streiten, aber da gibt es sozusagen ein soziales Miteinander, was akustisch sich abbildet in so einem viel Stimmengewirr, was ich super finde. Und dann ist die S-Bahn-Stille ist dann schon auch ein bisschen spooky. Ich finde es gar so schwer zu unterscheiden zwischen Corona und vor Corona, weil ich sowieso finde, dass die Leute jetzt auch mit der Maske dann, da ist wahrscheinlich nochmal eine Hemmschwelle mehr zu sprechen, weil man den Mund des anderen nicht sieht und so. Ja. Ich wollte noch was sagen zu dem die Veränderung des Stadtlärms in der Geschichte. Also für mich ist es schon so, wenn ich mich frage, warum soll ich für Schlagzeug heute schreiben, dann stelle ich mir eigentlich die Frage, was kann Schlagzeug? Ja, und die Schlagzeuger schlagen halt auf Instrumenten, die gebaut werden, rum und das setzt sich dann zusammen zu einem Stück. Und ich habe das irgendwie nicht gemocht. Irgendwas hat mich da gestört.
dieses überall mal draufhauen und dann soll das ein Stück sein. Und da hat irgendwie ist mir klar geworden, mich interessieren ja mehr Motoren, also gar nicht so sehr die punktuellen, isolierten Einzelimpulse, sondern sozusagen zyklisch wiederkehrende Klangstrukturen, die viel mehr in Motoren verortet sind. Und dann ist mir sozusagen auch in der Lektüre von Hugo und von Flaubert Paris 19. Jahrhundert, das muss ein Gehämmere von Hufschmieden, von Pflaster, von, also Hämmern, punktuell, das muss einfach punktuell total dominiert haben, die Stadt. Ja? Und heute ist das als sozusagen, das würde ich quasi, das ist das vorindustrielle Schlagzeug, das, wo auch die Musiker natürlich, wie in meinem Verständnis, quasi die akustische Realität übersetzen und neu formatieren zum Thema Schlagen. Und wenn ich jetzt sozusagen als Komponist heute dann für Schlagzeug schreibe, würde ich sagen, nein, das sind nicht mehr unsere akustischen Realitäten, die ich reformatieren muss, sondern da ist es eher die Motoren, die ich reformatieren muss als Komponist. Also beschäftige mich mit den Klangstrukturen und habe dann zum Beispiel so ein Instrument gebaut, vielleicht können wir das mal zeigen, für Schlagzeug, das sind einfache Streckgitter, die für Heizung benutzt werden, so ab, und die habe ich dann mit Gaffertape sozusagen in verschiedenen Rhythmen abgeklebt und es ist 2 Minuten, ich lasse es mal durch. Ja, man sieht auch ein bisschen die Anstrengung. Mhm. Und dass man, also ich liebe das auch, wenn der muss dann so viel Energie da reinpumpen, in diese eine Bewegung in den Arm, dass man, jetzt geht es nicht mehr und es muss noch weiter und es geht noch, ja. Und das ist dieser physische Arbeitsaspekt daran, den mag ich. Und natürlich kann ich jetzt sozusagen, das ist ein einfaches System, das kann man sofort verstehen und man kann quasi das Kausale irgendwann, wo man denkt, ja, das sind jetzt, ne, der fährt jetzt den Kreis so und man ist ein Angebot, man kann das gucken oder man kann hören. Und man muss nicht mehr sozusagen die Zeit verwenden, das finde ich manchmal ein Problem bei Musik, wie ist das eigentlich gemacht? Ja? Mhm. Wo ich denke, lieber gleich zeigen, wie ist das gemacht und dann kann man hören, anstatt die ganze Zeit zu überlegen, was macht der eigentlich? Ne? Und das gerade, wenn man mit so Sounds arbeitet, bin ich großer Freund davon, das sofort offen zu legen und dann können Leute halt sich selbst entscheiden, gucken sie weiter das unter visuellen Aspekten oder unter Soundaspekten oder gucken sie gar nicht mehr hin. Und das sozusagen, das ist dann praktisch eine Übersetzung auf 2 Ebenen eigentlich von einer gewissen Realität, nämlich sowohl was diese körperliche Anstrengung angeht, als auch der Rhythmus, also der Sound und die Bewegung ist beides
zusammen die Übersetzung von einer Realität, die durch Maschinen, durch Industrie, Geschichte geprägt ist. Oder genau, ist also eigentlich ist das ja, wenn man das zynisch angucken würde, muss man sagen, jetzt muss dieser arme Mensch, muss jetzt auch noch Motoren imitieren. Ja? Da haben wir doch die Motoren für. Warum muss der jetzt sozusagen sich in eine maschinelle Ablaufbewegung einfinden? Ja? Und ich finde aber genau das sind so die Rückführung von, ein großes Thema für mich, Kunst in der digitalen Welt, eigentlich auch die Rückführung von Phänomenen ins Körperliche wieder, in das Analoge, in das, ich glaube, das ist ein großes Bedürfnis auch, das wieder das zu verankern. Und zum Beispiel, wer guckt in den Motor? Ja, wir kennen alle die Autos, aber ich möchte mal sehen, wie sieht es eigentlich in dieser Brennkammer bei einem Diesel aus? Ja, wie gehen da eigentlich die Hebel? Wo ist eigentlich hier die Explosion? Ja, ist alles abstrakt, wir hören nur das Resultat. Und hier in der Kunst können wir ja sozusagen auch das Herstellen sozusagen als Akt mitliefern. Und hier kannst du nachvollziehen, zum Beispiel, auch welche Möglichkeiten gäbe es noch, welche Bewegungen sind noch nicht. Oder sozusagen, du kannst wirklich nachvollziehen, wie auch das sind ja zum Teil auch unangenehme Klänge, die so ein bisschen dumpf sind und so. Also es ist jetzt nicht nur schön, ja, weil es Reibung und das ist schon, das knarrt so ein bisschen. Und ich finde, das gehört aber sozusagen auch, das ist mitgekauft, wenn man zeitgenössische Musik hören will. Wenn man sich mit Musik entspannen will, gibt es genug andere Musik, mit der man das machen kann. Und ich finde, die Kunstmusik, die kann dann so Phänomene mal offenlegen. Also quasi, das wäre wie so die Rückseite von Motoren, so wie aufgeklappt und von Menschen plötzlich wieder reproduziert, um sich anzueignen. Oder irgendwie so eine komische Konstruktion. Ja, ich fand das jetzt ein total schönes Beispiel, also auch wie du das vorher beschrieben hast mit dem Schlagwerk und diesem vorindustriellen, also eher diesen punktuellen Instrumenten auch. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, welche Instrumente sind in welchen Zeiten erfunden worden oder kommen zum Tragen und dass du jetzt die Erfindung deines Instruments, die eben so auch dieses motorhafte, zyklische, aber auch so eine andere Art von Anstrengung, ne, hat es natürlich nochmal, also anders als so ein Hammer, also der aber irgendwie so ein Rhythmus, eine andere Art von Rhythmus da auch produziert. Und ich finde jetzt nochmal, genau, gibt es bestimmte Instrumente oder bestimmte Klangräume, die so zu bestimmten Zeiten entsprechen? Ja, also, wir haben ja schon so ein paar gesagt eigentlich. Aber zum Beispiel, ich finde ja also großartig die Erfindung des No-Input-Mixers. Ich finde in den Ende 80er, wir hatten hier in Hamburg auch mal diesen Toshi Nakamura, der das erfunden hat, quasi da ist sozusagen das Instrument verschwindet, das externe, war Gitarrist, hat es irgendwann die Gitarre weggelassen und hat einfach sozusagen das, was er sonst in die Gitarre gesteckt hat, nämlich das Verstärkerkabel, hat er wieder in den Inneneingang quasi des Mixers gestellt und hat dann angefangen mit den Dings zu spielen. Und ich finde, das ist ein großartiges Bild auch für so ein abgeschlossenes System, ja, wo du Input und Output eigentlich nicht mehr trennen kannst, sondern du verknüpfst sozusagen, das ist wie so ein Verschalten und das ist, glaube ich, nicht vorher denkbar gewesen. Und das, also natürlich gibt es schon lange Mischpulte, aber es hat keiner gemacht. Und das ist Ende der 80er oder vielleicht Mitte der 80er, soweit ich mich erinnere. Ich muss nochmal genau nachgucken, aber das passt irgendwie total zu der Zeit und dann kommt ja auch der Techno und sozusagen die technische Ebene quasi. Die Technik produziert die Musik, ja. Es sind nicht mehr Instrumente. Und das war eine Zeit lang auch, also Synthesizer und alles Technische total wichtig. Und ich finde aber, wir sind jetzt gerade wieder in einer Zeit, wo wir genau diese Rückführung wieder versuchen, quasi die digitalen Welten zu verstehen durch ein analoges Nachvollziehen. Alles interessant. Ein analoges Nachvollziehen, das heißt, dass du dafür wieder Instrumente baust oder dazu Kompositionen machst oder was wäre das dann? Dass man physisch, also meine Klangwelt, die ich sehr liebe, die ist eigentlich digital.
Aber ich arbeite überhaupt nicht mit digitaler Klangproduktion, weil ich finde, man kann sozusagen unsere digitale oder sagen wir mal, auch diese komisch entkörperlichte Weltfaszination, das fasziniert uns ja auch. Ja? Mhm. Ist ja nicht nur schlimm, sondern das ist ja Faszination und auch Gefahren sehen, dass man die haben kann als Faszination und dann aber übersetzt. Ich habe immer das Gefühl, ich muss so nach unten übersetzen. Also sozusagen, ich habe diese digitale, künstliche, entkörperlichte Welt und ich will die immer sozusagen ins Reale, auch nachvollziehbare übersetzen als physische Vibration oder als soziales Ereignis im Konzert, wo man wirklich zusammen sitzt und alle sind ruhig und hören. Ja? Diese schöne Hörsituation, wo man, wann kreieren wir außer im Theater und im Konzert eine Situation, wo wir alle zusammen jemandem eine Bühne geben und wir stellen das her. Ja? Mhm. Und das sind so schöne Erlebnisse, die du eben, wie wir vorher gesagt haben, vor dem Laptop hast du das nicht, ja, weil da sitzt du alleine in der Regel. Und das ist auch so dieses wieder runterholen ins Hören als soziales, als soziale Aktion. Großartig. Also gerade nach Corona, wo wir alle, als das erste Konzert nach Corona, wir waren alle gerührt, ja, dass man wieder, wir wussten dann, warum wir das so vermisst haben. Ja. Da fehlte irgendwas. Und das Treffen der Leute vorher, die man nicht kannte, reden, aus dieser eigenen Soße rauszukommen und diese großen sozialen Kontexte, die eben Konzerte auch darstellen, wie wichtig das ist. Das ist eigentlich erst klar geworden für uns alle eigentlich, die wir Musik waren in der Corona-Zeit, wo das nicht mehr möglich war. Ja, aber auch genau das finde ich jetzt nochmal, also dass einerseits dieses Körperliche, wie du so gerade ist vibriert dann auch, eine Vibration sozusagen als ein wesentlicher Aspekt von Sound und jetzt nicht nur von Musik, sondern das, was einen auch wieder affiziert, was mit einem was macht. Und gleichzeitig sozusagen der Raum, der da drumherum gebraucht wird, der eben nicht nur der virtuelle oder der Raum im Computer sein kann, sondern ob das jetzt ein Konzertraum ist, der dafür besonders hochtechnisch ausgestattet ist oder ob das das Westwerk ist, wo das geöffnet wird und gesagt wird, jetzt ist dies hier der Raum, an dem wir hören. Also dieses aktive, auch kollektive Hören, das finde ich, glaube ich, also das so auch als so einem sehr physischen Moment nochmal zu nehmen, das Hören, räumlichen und eben im Prinzip auch so ein kollektives, gemeinsames Hören. Ne? Das war jetzt ja was, das finde ich auch total spannend. Also interessiert mich auch sehr, wenn man so in städtischen Kontexten auch fragt, was sind denn eigentlich bestimmte, auch das Politische von Sound oder so, ne, wenn man darüber redet. Ein kollektives Hören ist natürlich einmal gemeinsam Sound zu produzieren, also als im Fußballstadion oder auf einer Demo oder so. Ne? Das ist ja wahnsinnig mächtig auch, wirkmächtig. Also das ist körperlich und so eine Communitas praktisch herzustellen. Also auch das gemeinsame Beten oder Gesingen oder so. Ne? Aber dann in so einem öffentlichen Raum und gleichzeitig nochmal auch so das, was dann noch apropos Stille, das Schweigen, was ja noch viel beeindruckt, also ein Schweigemarsch ist wahrscheinlich das größte und beeindruckendste, wirkmächtigste Soundereignis, was man sich in der Stadt vorstellen kann, also gemeinsam schweigend Raum einzunehmen, Stille zu produzieren. Also wie du es vorhin, ne? Stille produzieren und mit als ein Statement, das finde ich irgendwie genau. No Input zu produzieren. Finde ich sozusagen interessanter. Auch eine interessante künstlerische Haltung in den letzten 10, 20 Jahren. Also, die natürlich von Cage ausging, aber dieses nicht mehr eingreifen wollen und nicht mehr setzen wollen. Mhm. Zum Beispiel im Konzertsaal eben den auch mal still zu lassen. Das fing eigentlich so, vielleicht vor 15 Jahren, war das so eine große Bewegung geworden, auch in der Musik. Mhm. Also nicht mehr Input zu geben, und zwar richtig radikal. Das war mir dann auch zu wenig. Ja. Mhm. Ein bisschen Input will ich, aber genau eigentlich balanciert zwischen Input und No-Input. Und ich versuche das zum Beispiel in den Kompositionen, dass ich eigentlich irgendwann gefragt habe, warum ist eigentlich in der Musik Klang wichtiger als Nicht-Klang? Einfach so
als Frage, die ich eigentlich so eher aus der Kunst, aus dem Kunstkontext genommen habe, also dieses Verhältnis von Positive-Negative-Space, soll zum Beispiel in der Fotografie soll das immer schön ausgeglichen sein. Dann ist es ein tolles Foto, ja, wenn also Leerfelder und positiv gesehen, also was zu sehen ist und nicht alles vollgemüllt. Und das, in der Musik haben sich das wenige eigentlich gestellt, also in der komponierten Musik. In der improvisierten Musik schon, weil die improvisierte Musik war eigentlich traditionell immer schon näher an den Bedürfnissen der Hörer und der Zuhörer und auch der Macher, viel schneller reagiert auf soziale, auf Bedürfnisse. Also das ist, bis das dann in die Akademien, bis dann die Komponisten dann anfangen, die sind eigentlich immer dann 10 Jahre, 20 Jahre zu spät. Deswegen habe ich mich eine große Zeit lang auch viel lieber da aufgehalten in der Elektronik- und Impro-Szene als in der komponierten Musikszene, weil die viel näher dran waren. Das verändert sich jetzt auch gerade wieder, weil die Impro-Szene eigentlich wieder aufhört zu improvisieren und doch wieder komponiert. Also das interessante Entwicklung. Und da jedenfalls war es für mich wichtig, auch als Komponist, das Thema Pause und stille Seele wirklich ästhetisch in den Griff zu kriegen. Und ich habe dann so ein radikales Stück gemacht, wo ich dachte, ich muss das einmal ganz klar kriegen. Und habe gesagt, ich will mal ein 50-50-Stück machen, also wo es ganz klar ist, ich baue mir eine Form, die genau das produziert, was ich haben will, nämlich 50-50, das heißt, es war ein Cello-Stück. Ich spiele so und so viele Klänge ein, einfach am Stück und schneide jetzt digital sozusagen verschiedene Längen rein, nehme die raus, hänge die hinten dran. Dann ist da vorne, ne, das, was Pause ist, ist hinten Klang und was vorne Klang ist, ist hinten Pause, also genau 50-50 und damit mache ich ein Cello-Stück. Und das für mich war das auch erstaunlich, weil das Stück ist oft gespielt worden und die Zuhörer, keiner glaubt 50-50. Ich habe gefragt dann immer, wie Verhältnis? Ja, 70-30, 75-25 und so. Das heißt, mehr Pause als... Nee, weniger Pause, ja. Was mich auch gewundert hat, weil... Pausen viel mehr auffallen. Weil sie mehr auffallen, auch so eine... Und die Pausen sind eben, finde ich, hart, weil das alles so hart geschnitten ist. Und ich wollte auch natürlich das Cello dekonstruieren als dieses romantische Feeling, well, der Schwan und alles diese komischen, heute verlogenen Emotionalitäten. Und das Cello steht so ein bisschen auch für diese Wärme und diese Körperlichkeit. Und dann will man doch mal einfach dagegen schießen, sagen so, jetzt hier technisch, knack. Und die Leute haben dann gesagt, warum muss das Cello eigentlich immer wie ein Presslufthammer klingen bei dir? Und habe ich gesagt, ja, ist doch super, wenn du ein Konzert gehst und da ist ein Cello und es klingt wie ein Presslufthammer, würde ich sagen, was für eine tolle Abbildung. Und dann noch 50-50, ja, dein Presslufthammer hat 100, wenn der an ist. Was soll ein Stück spielen daraus? Ja, unbedingt. Jetzt ist die Frage für unsere Internet-User mit Bild oder ohne Bild. Ich mache es jetzt mal ohne Bild. Ich habe jetzt hier nur, du brauchst eigentlich kein Bild, ich mache einfach nur Sound. Sound läuft.
Ganz kurz nur, ich merke jetzt auch gerade, das Tolle natürlich ist, in der digitalen Welt könntest du den Sound wirklich homogen halten. Aber in der analogen Welt, das ist eine Präparation, das ist der gleiche Sound, in den ich eigentlich reingeschnitten habe. Ja. Jetzt muss aber der Cellist muss das ja realisieren, weil das ist ja ein Konzertstück. Und es klingt einfach jedes Mal anders. Und diese Differenzierung, die man, also man könnte sagen Reichtum, der Übersetzung ins Analoge, das hören wir quasi auch als Stärke des Klangs, wo dann die Pausen wiederum zurückgehen. Ich glaube, wenn man das gleiche Stück jetzt wirklich mal digital hören würde, würde man ein ganz anderes Gefühl haben im Verhältnis zwischen Klang und Pause. Also und das finde ich ja interessant auch zum Beispiel immer, dass man in der Musik, das ist ja ganz anders als in der bildenden Kunst, in der Musik schreibt man Partituren, die interpretiert werden müssen. Das heißt, da gibt es nochmal eine Übersetzung. Und diese Übersetzung, da ist man sozusagen nicht mehr als Komponist ganz beteiligt. Ja? Da fängt die Interpretation an. Und die Interpretationsebene, die ist historisch abhängig, die ist vom Musiker abhängig und zu meinem großen Leidwillen oft natürlich von dem Konzertraum, weil oft funktionieren die Stücke in dem Konzertraum nicht. Ne? Dann kannst du ein gutes Stück geschrieben haben, aber es funktioniert absolut nicht in dem Konzert und es ist ein schlechtes Stück. Ja? Das in der Bildenkunst ist gut, schlecht gehängt, kann vielleicht schlechtes passieren. Licht kann auch passieren, aber ihr habt jetzt nicht mehr so stark einen Eingriff in der zweiten Ebene über die Interpretation. Was ich aber auch toll finde, also das ist auch so viel Scheitern, es gibt so viel Bereicherung, gibt es auf der anderen Seite auch durch diesen zweiten Schritt der Interpretation. Und wie ist das Verhältnis von der Pause zur Stille? Also die Pause ist ja zum einen das Nichts, wenn du sagst, es gibt 50%, da ist was und 50%, da ist nichts. Bei Cage hieß es ja irgendwie, die Stille ist nicht nichts, sondern da ist irgendwas, da ist also was Soziales auch oder eben vielleicht eine Art von Rauschen. Aber du sagst ja, das ist eigentlich, oder für mich kommt es so vor, als wäre das sozusagen, sich der Angst vor dem Nichts zu stellen auch. Also vor dem, wo nichts passiert. Also eine Leerstelle. Oder würdest du sagen, das ist, geht auch in Richtung Stille, also nicht eingreifen, was du davor meintest, also bereit zu sein, auch nichts zu zeigen, also keinen Input zu geben? Ja, es gibt ganz viele Aspekte davon, die mich wahnsinnig beschäftigen. Und zwar, also ich sage, ich verwende eigentlich dieses Wort Stille im musikalischen Zusammenhang nicht. Für mich sind das Pausen. Pausen ist unser Wort für Stille. Und zwar, die sind auch alle durchmetrisiert. Ich schreibe die genauso auf wie Noten. Das heißt, und wenn Dirigent, vielleicht kommen wir noch dazu, irgendwann das Heißluftballockstück, dann man sieht den dirigieren, aber die spielen nicht, ja. Und für mich ist es aber so, ob ich nun eine Pause sozusagen so sehe oder sozusagen so eine Pause durchgeschlagen sehe, ist für mich total unterschiedlich, eine andere Qualität. Oder ihr habt gesehen, der Schlagzeuger, der macht quasi auch Bewegungen ohne Sound. Das sind für mich quasi Klangpausen mit Aktion. Und das ist eine totale unterschiedliche Qualität. Was macht das mit mir? Also da spielt, man könnte es ja auch doof finden, der macht jetzt so eine Bewegung, man hört nichts, aber in diesem Denkrahmen zwischen Perforation von Klang, zwischen wie kann ich Pausen herstellen, einfach nicht Kontakt herstellen, Pause. So einfach, dann für mich macht es dann auch Sinn. Und für mich, also sozusagen Pause sind musikalische Setzungen, die sind genauso ernst zu nehmen, ganz schwierig für die Interpreten zu spielen, ja. Meistens machen Freeze oder eigentlich arbeite ich mit den Pausen so lang, ich bin so unzufrieden immer mit den Pausen. Dann stehen sie da so wie eingefroren, ja, ich hasse es, ja. Dann sage ich, ja, ein bisschen relax. Also ein relaxedes Nicht-Performen, ja. Ein Nicht-Performen, aber als die Zählen Perform. Sind deshalb so also ganz großes Problem. Und für die Zuhörer soll es klar sein, das ist ein anderes Problem. Hier zieht sich jemand aus der Input-Funktion zurück. Was aber überhaupt nicht heißt, dass der Konzertsaal nicht eine eigene Welt. Ja. Also dies kann man dann trennen. Das heißt, ja, das ist das Kitsche. Den Raum und alles zusammen eigentlich. Genau, da rein, ne? genau. Aber das ist jetzt eigentlich nochmal super. Ich glaube auch, das ist ein sehr großen, oder der Unterschied zwischen Pause und Stille eben nochmal. Ne? Und Pause, wie du das jetzt beschreibst, das wäre fast so,
wie so eine Leerstelle, also eine Brache in der Stadt, ne, könnte man sagen. Wo du ja gearbeitet hast. Das, das war dann beim letzten Mal, genau. Im letzten Vortrag habe ich ja darüber gesprochen. Mhm. Das war eben auch eine Arbeit mit Jens, also wo sowas im Prinzip genau wie du die Pause beschreibst, sowas so wie ein Moment aus dem Blick rückt und in, nicht in Bearbeitung ist, nicht in, in einem ständigen, aber es ist da. Es ist da und es ist nur so eine städtische Brache und dann passiert wieder was anderes und wird sie zugebaut, aber für einen Moment ist sie wie so ein, wie eine Pause, auf so einer Pausentaste. Das ist irgendwie schon, finde ich, ein sehr schönes Äquivalent, ne? als Pause eben auch zu verstehen. Und das ist ja was ganz anderes ist als die Stille. Die Stille, wie wir sie vorher beschrieben haben, also auch gibt es ein Recht auf Stille oder haben wir ein Bedürfnis nach Stille? Die Stille heißt ja nie kein Sound, auch das wissen wir ja, weil es ist ja immer so, also kein Sound ist eine Foltermethode. Ja. Ne? Den Ausschluss komplett, also das hoffen wir beim Platin in der Hafen City nicht, dass das so viel ist, sondern da gibt es dann noch genügend Kühlschränke, die arbeiten und so, ne? Im eigenen. Dafür gibt es dann das Piepsen von den Elektrogeräten. Wahrscheinlich. Nein, also das glaube ich wirklich. Also das ist diese Kontrolle, also mit dem Ausschließen von viel Sound, also das ist ja wie bei dem elektrischen Auto auch. Das geht nicht, also weil es zu gefährlich ist, musst du neue Sounds produzieren. Aber jetzt nochmal mit der Stille, also dass die eben, ja, auch sehr viel hat, was man dann, was du jetzt sagst, also dass es da immer was gibt, immer bestimmte Sounds gibt. Und vielleicht nochmal zu diesen Kontrollen, das finde ich auch, also weil du gerade sagst, dafür gibt es jetzt dann dieses Piepen. Ich glaube auch, und wie du es gerade mit dem Input, No-Input auch beschrieben hast, oder dieses Neu- und Improvisieren, dass dieses Kontrolle von Sound in der Stadt wirklich was Eigenes macht. Also dieses, dass das nochmal eine neue, also auch neue Soundqualitäten produziert, neue Instrumente womöglich oder so, ne? Und neues Umgehen. Und aber, dass das auch sowas, mit dem Homogenisieren, hast du das vorhin nämlich gesagt, dass es so gleich gemacht wird, dass das Digitale ja das sehr homogenisiert und dass das, was sonst bei jedem Bogen im Cello verloren geht. Und ich glaube auch, dass wenn wir nochmal von den zukünftigen Städten oder Städten, Sound of the City of the Future oder sowas sprechen, leiser womöglich, mehr Rauschen, leiseres Rauschen, homogenisiertere Klänge und gleichzeitig aber vielleicht der Ausbruch daraus oder so. Ne? So wie wir jetzt ja schon so ein bisschen nervös werden, wenn jemand eben in sein Handy spricht oder wenn man diese Boomboxes, jetzt irgendwie diese Bluetooth-Lautsprecher mit sich rumträgt oder so. Ne? Was trägt man rein? Oder eben, ich war letztens auf so einem Symposium, da ging es eben auch um die Future City und da war die Frage auch, was ist eigentlich der Sound of the Future City? Wie könnte das sein? Mhm. Ist die eben einerseits so total durchkontrolliert oder gibt es auch wie nochmal so eine, da ging es dann so um Sprachen auch viel, welche Sprachen hört man eigentlich in der Stadt? Und wenn man von so einer postdekolonialen, dezentrierten Stadt, dass es sehr viele Sprachen gibt, die man womöglich auch nicht versteht, sehr viele Quellen, die man nicht zuordnen kann, die womöglich auch nerven oder so. Ne? Es gab ein Beispiel, das fand ich ziemlich beeindruckend, dass eine Frau erzählt hat, wenn sie in Istanbul Kurdisch spricht, das ist ein Problem, wenn man die Sprache, also die darf nicht laut, die kann nicht laut Kurdisch sprechen, weil das irgendwie verboten ist. Genauso, es gab dann aber ein anderes Beispiel, eine Kollegin, die mit ihrem Sohn Polnisch spricht in Berlin und wo dann gesagt wird, so kann er kein Deutsch. Also über das Hören der fremden Sprache sozusagen wie ein Ausschlusskriterium stattfindet und also nur über den Sound. Das fand ich irgendwie total interessant, jetzt auf Sprache konzentriert, aber man könnte sich das ja auch sehr gut auf andere Arten von Sounds nochmal, ne? Also mechanische oder digitale Sounds, also Gesundheit, auch das ist, genau, das ist ja auch so ein Sound, den wir so gewohnt sind jetzt, dieses Husten und Niesen. Aber das ist dann, also die zukünftige Stadt vielleicht nochmal, also man möchte fast dafür sprechen, dass sie wieder lauter oder heterogener wird, also dass sie nicht, ne, vielleicht nicht lauter, heterogener, also dass es diese verschiedensten Soundquellen gibt, die man nicht gleich erkennen kann, die auch überraschen, die irritieren, die vielleicht auch nerven, wo man sich zu verhalten muss.
also das Aushandeln von Sounds irgendwie. Ja, aber ich meine, die Zukunft sieht nicht richtig rosig aus, wenn ich jetzt über diese Berichte über die CES lese da, wo dann jemand sagt, naja, mit Metaverse werden wir uns in Zukunft, werden die Leute sich länger in der virtuellen Welt aufhalten als in der realen, sehe ich die Städte eigentlich relativ leer, ja. Die Leute machen alles von zu Hause und dann gibt es vielleicht ein bisschen Fun, Freizeit-Fun oder rausfahren. Ja, ja. Aber die, diese Verdichtung wird vielleicht eher in die virtuelle Welt als Vereinzelung dann übersetzt. Und also, ja. Das ist doch eigentlich nochmal eine weitere Konsequenz aus dieser Trennung zwischen Körper und Raum, von der wir es eben hatten, auch im Stadtraum, wenn man dann eben sich so eine VR-Brille aufsetzt und in irgendwelchen Welten ist und vollkommen abgetrennt ist. Ne? Das ist ja irgendwie nochmal eins drüber. Hm. Auch soundmäßig. Was ich auch nochmal interessant fand, du hattest da gesagt, jetzt, also ihr hattet auch drüber gesprochen, dass das Hören ja auch anders funktioniert. Also auch die Geräte sind andere. Musik wird komponiert für Kopfhörer und es gibt jetzt solche Hörgeräte sozusagen, die die Impulse auf den Körper abgeben, damit man das richtige Soundfeeling hat, ohne dass es richtig auf die Ohren geht. Aber das finde ich eigentlich interessant, weil die Frage ist doch zum Beispiel, was sind Symptome für gesellschaftliche Bedürfnisse? Also mich interessiert das als Künstler total und da sind wir ja alle so wach, sozusagen, was dieser Wutscher, dieser Gürtel, für den ich neulich Werbung auch gesehen habe, man schnallt sich den um und dann gibt es so Druckknöpfe an den Körpern, die dann die Bässe übersetzen. Das heißt aber, also ich finde es total auch absurd, es ist eine Simulation, aber es gibt das Bedürfnis nach Körperlichkeit. Das ist doch klar. Die Leute, also für die, da gibt es so einen Werbefilm, ja, die hören die Musik über Kopfhörer und dann legen sie den Gürtel an, hören die gleiche Musik, so, wow, weißt du, sind total aus dem Häuschen. Und das heißt, diese körperliche Affizierung, die ist ein Bedürfnis, ja. Und insofern glaube ich den Aposteln nicht, die sagen, eigentlich die Zukunft liegt in der Entkörperlichung des Menschen. Ich glaube, das wird eher eine große, große Bewegung auch wieder zur körperlichen Erfahrung geben, je mehr man da abgeht in die VR. Also, dass es diese Kopfhörer gibt und so weiter, kann natürlich auch wieder führt zu dem Thema zurück mit der Stille, die so wertvoll wird, ne? Weil man heute vielleicht in der Stadt nicht mehr so laut die Musik aufdreht wie früher oder weil so die ganze Selbststeuerung da eine ganz andere ist. Also das denke ich auch, früher ist man doch durch St. Pauli gelaufen und überall kam laut Musik raus. Und das ist ja heute auch nicht mehr so. Also da gibt es ja inzwischen... Doch. Ich glaube schon, das sind diese verschiedenen Ziele. Also einmal ist es so das individuelle Hören ja auch, ne, was da durch die Kopfhörer perfektioniert wurde und sich abkapselt vielleicht, also oder kleine persönliche, intime Inseln macht. Und das andere ist sozusagen über Sound zu kommunizieren. Und ob das jetzt aus den Bars oder Läden raus ist, dafür, das wird ja wahnsinnig viel, aber meist produzierte Musik, ne? Also es ist geht man irgendwie in Shopping-Malls, ist man ja die ganze Zeit... Aber aus Wohnungen kam doch früher mal Musik raus, das höre ich kaum noch. Na, vielleicht sind die Fenster auch dicht. Ja, die Fenster sind dicht. Nein, es gibt keine Stereoanlagen mehr. Ja, es gibt keine, die Leute haben keine CD-Player mehr, keine Stereoanlagen, die haben dann diese kleinen Boxen. Oder ein Bluetooth-Dings, aber damit kriegst du ja sozusagen eine Wohnung fast nicht mehr so laut, dass der Nachbar das hören würde. Mhm. Naja, das was ich will, wir treffen uns ja vielleicht in 10 Jahren wieder, das wäre irgendwie toll. Also um wirklich zu überlegen, was heißt das, was hat sich verändert und ich könnte mir vorstellen, dass es auch andere Arten von Soundproduktionen, vielleicht auch widerständigen, also gegen diese Homogenisierung oder so, dass das auch im Stadtraum passiert. Also das ist doch, genau wie du sagst, mit so einer Körperlichkeit, aber auch einer kollektiven Körperlichkeit. Ne? Also dass es da das auch gibt. Also nicht nur das Individuelle mit dem Gürtel, das kann ja sein, aber das ist auch ein, wie auch immer, wird sich sehen, wo sich das entwickelt, also Arten von Kornen. Ich bin sicher, dass es sich irgendwie seinen Weg bahnt. Ich bin gespannt auch und ich bin sehr neugierig auch, also auch was das für Sounds produziert, ne, und was das wieder, also wie das geht, welche Arten von Ereignissen sind das, vielleicht nicht so alltägliche, vielleicht eher spezielle, aber keine Ahnung, also
sich so, sich doch da irgendwie im öffentlichen Raum wieder zu treffen oder so. Ne? Also und gleichzeitig und ohne Widerspruch. Also was vielleicht für mich oder so auch ein Widerspruch wäre und oder eben sagen so, oh, alle ziehen sich zurück, aber wo ich schon sehe, dass viele sehr mit den digitalen Medien, sehr mit allen Brillen und so ausgestattet und gleichzeitig trotzdem auch an einer anderen Stelle rausgehen. Ne? Also dass nicht das eine oder das andere und draußen irgendwie kollektiv Lärm machen oder so. Ja, aber die Zeit von Raves oder so ist ja echt vorbei, ne? Ja, wobei draußen wäre es ja noch am ehesten möglich dann wieder, ne? Also so, und das wäre ja auch die Frage, das liegt ja vielleicht auch daran, dass es nicht mehr so viele Orte gibt. Ne? Ja. Aber auch das war, wie wir das vorhin hatten, dass es zu bestimmten Entwicklungen von Musik ja auch bestimmte Architekturen gehörten. Ne? Also ganz klar, dass Techno in diesen alten Industriehallen entstanden ist, wo man zum Beispiel auch Lärm machen kann. Ich habe gerade überlegt, wie würde eigentlich für mich der Horror des einer sozusagen eines Sounds einer zukünftigen Stadt klingen? Ja, der Horror. Und der Horror wäre eine ruhige Stadt mit zugespieltem Vogelzwitschern, ja. Oder? Ja, also genau, das wäre, genau. Möchte man nicht mehr leben in so einer Stadt. Ja. Ja. Nee, ich glaube, dass es dahin, also dass es solche Orte geben wird, und die gibt es ehrlich gesagt schon, also ne, Wasserplätschern und Vogelstimmen und an bestimmten, also das ist ja, also Musak als Perfektion, aber dann so ähnlich, ne, so schlechte Musak sozusagen, also diese Musik für Kaufhäuser und so weiter oder Airports oder eben Aufzüge. Aber das ist, glaube ich, genau auch woran auch gearbeitet wird. Ne? Also an diesem erstmal sehr viel raushalten an Sound und dann wieder neuen zu produzieren. Und im Prinzip war, aber das ist jetzt, naja, vielleicht gibt es nämlich einen in Marseille, da wird das, beschreibt eine Stadtplanerin so, wie jetzt sich der Sound aus diesem ehemaligen Stadt, aus diesem Hafengebiet verändert hat, was eben wahnsinnig laut war, vor lauter Hämmern und aber auch unglaublich viel Sprachen und man so eine Verschiedenheit hatte. Soll ich, das ist nur ganz kurz, nur 30 Sekunden. Genau. Dann spiele ich das nochmal ab und dazu kann man dann, das ist nämlich eine Übersetzung, weil Françoise Hanin spricht Französisch. Jetzt hoffen wir mal, dass ich das genau, dass man das. C'est des bruits de cadre. Ils sont par milliers. Non, mais c'est ça. Qui ne parlent pas fort, mais qui sont très très nombreux. Et c'est des bruits de cadre. Ils sont par milliers. Non, mais c'est ça. Qui ne parlent pas fort, mais c'est des bruits de cadre. Ils sont par milliers. Bruits de cadre. Ils sont par milliers. Non, mais c'est ça. Qui ne parlent pas fort, mais qui sont très, très nombreux et qui. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'enfants, il y a des gens avec des attaches équelles. Voilà. Ici, il y a un fond sonore de gens qui vont fumer en bas des immeubles, etc. etc. Ils parlent français, ils parlent tout bas, ils ne crient pas, ils sont. Voilà. Et voilà, mais ils sont nombreux, et puis il y a les touristes. Mais même les touristes sont assez. Enfin, les touristes sont assez. Sérieux. Et ça commence à faire un petit peu du bruit, par exemple, dans les docks et tout ça, ou le vendredi soir, parce qu'il y a par exemple de la musique, il y a les happy hours et tout ça, là, voilà. Et donc, il y a des DJ, voilà. Voilà. Des accompagnements commerciaux, en fait, des programmes commerciaux. Ja, das war nochmal, ne, von wegen leise und laut sprechen und in der Stadt und wie sich das verändert. Ne, also dass es viele leise Französisch sprechen und damit diese ganzen Stadtteile irgendwie auch so, also ich fand das eine sehr tolle, und sie nannte das diesen Bürolärm oder den Lärm der Angestellten, Bruit cadre, ne, also dass das so ein ganz spezieller ist, den haben wir jetzt. Wir müssen uns vielleicht einen Begriff überlegen, was jetzt dieses Digitale dann noch wäre oder was du gerade deine Horror-Szenarium von Stadt, also wo sehr viel Sound ausgeschlossen wird und dann produzierter Sound dazu kommt. Ne? Das ist jetzt hier vielleicht dann eben so eine kommerzielle. Aber ich fand das eben sehr, das ist ein Teil dieser Forschung, die ich eben über dieses ehemalige Hafenviertel La Juliette gemacht habe und habe auch viel gefragt, wie hörte sich das früher an? Und da wurde eben dieser Sound von dem Hafengeräuschen und so manchmal romantisiert, Möwen und so. Man denkt, ja, so viele Möwen werden da wahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Aber gleichzeitig so dieser Schiffe und so. Und dann
das Tuten der Schiffe, aber auch das, die Kräne und dann eben auch diese Fragen, ich fand dieses ganz leise und viele, das passte jetzt gerade nochmal zu dem, was wir mit der Stille gesagt haben, ne? Oder dieses ruhigere. Ja. Das war mein letzter Sound für heute. Aber du hast vielleicht noch den. Ja, die Balance. Ja. Ja, das ist ein Stück für vier Highs of Balance und Ensemble. Auch körperliche Erfahrung. Ich finde das so toll, wenn man überrascht wird von seinen eigenen Stücken. Das ist immer das Beste. Also ich habe dann diesen Auftrag gekriegt, für dieses Ensemble zu schreiben. Und dann Highs of Balance. Ich dachte, nee, mache ich nicht. Ich dachte, ja, komm mal nach Saint-Niklas, größter Marktplatz in Europa übrigens. Mhm. Und hör dir es mal an. Also ist das Falsche. Und dann bin ich dahin und war wirklich total beeindruckt von den Sounds, die diese Heißluftballons machen. Und habe dann dieses Stück gemacht und dann habe das komponiert und geschrieben und ausprobiert. Und dann komme ich ins Konzert, erste Probe, muss ich sagen. Und dann sitzen da diese vier Heißluftballonfahrer im Außenraum natürlich und werfen diese Brenner an. Und es wird auch noch, es ist nicht nur laut, es ist wahnsinnig hell und es ist wahnsinnig heiß. Heiß, es ist wahnsinnig heiß. Das heißt, du hast diese Verbindung zwischen Hitzeproduktion, ja, die Leute müssen alle so richtig zurückgehen, weil sie diese Hitze. Und dann hast du sozusagen, wenn die Ballons, das wird man gleich sehen im Video, quasi inflated werden, also ganz aufgeblasen sind und mit der Heißluft befüllt werden, gibt es ja jedes Mal sozusagen eine riesen Glühbirne auf diesem Platz. Habe ich, also das war schon ein bisschen auch much. Too much manchmal vielleicht sogar. Also da gibt es ein Video, ich habe mal so von einem. Thank you.
Ja, also die Pausen spielen die sehr gut. Und Pausen im Außenraum ist kompliziert. Weil natürlich, da waren ganz viele Leute, die Aufnahme ist von Rotterdam. Und eigentlich ganz schön, weil das war mitten in der Stadt, also in dem zentralen Platz, Schauspielhaus, Konzerthaus, war so ein Festival vom Philharmonischen Orchester. Und wir bauen tagsüber auf, rundherum, so wie in Frankreich auch Bars mit draußen, ganz viel und ganz belebter Platz und so. Und dann baut man diese Teile da auf und die Leute gucken, kommen. Also das war so eine Implantation von irgendwie was ganz Komischem. Die haben gesagt, hier in der Innenstadt von Rotterdam haben die noch nie einen Hausluftballon gesehen. Da darf nämlich gar keiner landen und überhaupt nicht. In Holland sowieso viel schwieriger als in Belgien. Und war das den ganzen Tag über so ein Kommen und Gehen von den Leuten. Ah, wir kommen unbedingt. Und dieses zufällige Vorbeiflanieren von Leuten, die dann sagen, ach, ich bleib mal eine halbe Stunde stehen oder eine Viertelstunde, guck mir das an. Finde ich fantastische Konzertsituation, die wir hier leider im Konzertrahmen oft nicht so haben. Ich wünschte mir wirklich die Konzertsäle offen, die Leute können rein und raus gehen und das wäre für mich so eine tolle Konzertsituation. Also nicht so abgeschlossen in diesen Räumen, die so unzugänglich sind, ja, wo eigentlich ein Hindernis nach dem anderen eingebaut wird, bis man dann mal und zahlen muss und so. Und eigentlich habe ich es immer schwierig gefunden, Konzerte im öffentlichen Raum, aber jetzt habe ich heute gleich zwei Stück gezeigt hier, die für mich wirklich auch wichtig waren und ein bestimmtes Thema auch im öffentlichen Raum thematisiert haben. Ja. Super Beispiele, finde ich auch. Also auch wie man, das ist ja dann auch andere Musik, die da komponiert wird oder werden muss. Die Pausen sind andere oder so. Ne? Das finde ich eigentlich total spannend für den öffentlichen Raum, nochmal so zu komponieren, ne? Zu überlegen, was ist das für Musik, die da rausgetragen werden kann. Ja, soll. Ganz ohne Türen, ganz ohne Außen und Innen. Ja, und in der Stadt. Also weißt du, das ist quasi in die Stadt implementiert und raus aus dem Konzertsaal, zugänglich für alle. Und das ist plötzlich eben das Gegenteil von dem zugespielten Vogelzwitscher, sondern das ist was Community erzeugt. Genau. Deswegen war das ein schönes Erlebnis, mit dem tagsüber da zu sein und wie die Leute sich dafür interessieren, wie sie über die Plätze gehen, abends wiederkommen. Einfach eine viel schönere Konzertsituation, als an der Abendkasse anzustehen und dann auf dem Platz zu sitzen und man darf sich nicht bewegen. Eigentlich andere soziale Situation. Ganz andere soziale Situation und leider sehr aufwendig und Hamburg hat es noch nie geschafft, das Stück hierher zu holen. Aber wir arbeiten dran. Jetzt gerade. Ja, super. Ja, jetzt haben wir 2 Stunden. Gibt es gerade noch was ganz Wichtiges, was ihr... Weil wir haben jetzt gerade irgendwie so einen schönen Bogen durch alle Gefilde gehabt, habe ich so den Eindruck. Ne? Und ich finde auch, dass unser Gespräch selber jetzt auch gerade eigentlich ein guter Ausblick war darauf, wie sich analog und digital irgendwie vermengen können. Und dass du gekommen bist, Katrin, ist super, aus Berlin, obwohl die Technik uns ja Zoom geschenkt hat und das ja in dieser Zeit eigentlich ziemlich verbreitet ist. Aber sie ist ja auch ein Avatar. Ach so. Als Avatar ist sie heute hier. Ach so. Haben wir dir nicht gesagt. Okay. Stimmt. Über Holographie reden wir dann in 10 Jahren. Genau, das war in 10 Jahren, wie man dann teilnimmt. Genau. Ja, das wäre toll. Also dann danke ich euch. Ja, herzlich für das Gespräch. Danke dir. Vielen Dank an Allen und Matthias. Ja, Matthias, der die Technik gerettet hat. Und vor allem, eins habe ich nicht gesagt, also vielen Dank ans Verband und an Dieter und die ganze Truppe, die mitgeholfen haben, dass das möglich ist. Vielen Dank. Und schaut gerne mal rein in unsere Gastgeber. Ich lese gerade, danke, tolle Inspiration und tolle Sounds. Gebe ich hier aus dem Internet weiter. Ja, super. Genau, und der vierte Raum hat die Adresse dervierteraum.org. Schaut da gerne mal rein, da findet ihr dann unsere Seite, also Rapid Rabbit. Die hat die Adresse raprap.net, raprab.net. Und da findet ihr dann sowohl das Archiv von 2011 als auch die Website von 22, die gerade im Aufbau ist, die wachsen wird, auch mit den Veranstaltungen, die wir noch haben. Und in 4 Wochen haben wir hier Magdalena Grüner und
Nina Groß und sie sprechen grob, wahrscheinlich sage ich es jetzt falsch, über Algorithmen aus feministischer Sicht. 6. Februar, 15 Uhr. Schaltet ein. Ja. Danke. Vielen Dank.